Hey. Hallo, hast du Link zum Stream gleich? Ich hatte. Ach so, der ist ja. Stimmt, der ist ja. Warte. Ich habe meine Tastatur in einem ganz schlechten Ort, weil. Ach, ich hab's Weil, ist ja geschickt. auf Twitch, oder? Ich hab's geschickt gerade. Okay, Weil ich ja. ja Ja, die. gut. So, ich muss die Ja, ich Tastatur meine. so zur Seite stellen, wenn ich meine Wii-Sensorleiste brauche. Das ist immer sehr cool. Einmal eine Frage in den Chat. Da ist die Wii mit Ton und Stimme. Gut. Ja, gut, dass schon mal jetzt das geklärt ist. Problem immer, ja, läuft direkt. Wunderbar. Ich habe immer diese blöden Bugs mit nur der Wii U. Die Wii U ist da irgendwie strange, dass manchmal der Ton nicht funktioniert mit meiner Capture Card, obwohl ich das Ding quasi ja anhabe. Also ich habe sogar einen Pegel in OBS. Das ist richtig verarsche. Aber wenn es jetzt gerade schon bestätigt ist, dann ist gut. Ich hoffe mal, das bleibt dann auch so. Ich habe es ewig lange nicht mehr gespielt, Deadly Creatures. Ich muss erstmal wieder reinkommen gleich. Sonst so steuerungsmäßig, weil sonst bin ich gleich ein bisschen verloren. Ich weiß aber noch, das letzte Level fand ich ganz cool. Da bin ich durch so ein Nest irgendwie gegangen. Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Mit dabei sind übrigens Satoru und Jesse, weil die auch heute Abend nichts Besseres zu tun haben, als sich irgendwelche Insekten anzugucken, die durch die Gegend hüpfen Hallo. und andere Insekten fressen. Apropos Insekten fressen, ich kann bestätigen, dass Deadly Creatures in dem, was es macht, sehr, wie sagt man, akkurat ist, weil ich habe, als ich im Urlaub war, genau das erleben können, was man in diesem Spiel quasi auch erlebt. Also, ich war in den Bergen unterwegs und habe so eine Spinne gesehen. So, im Prinzip nur so ein kleiner Torso und dann ganz da lange, dünne Beine und sonst nichts. Und, naja, dann, die Spinne ist da so lang gelaufen und dann kam eine andere kleinere Spinne. Ich glaube sogar von der gleichen Art. Und die große Spinne hat die kleinere Spinne gesehen, ist sofort zu der hingerannt und hat die einfach gefressen mit Haut und Haaren. What the fuck? Aber die Beine waren Alles auch klar. weg. Also das war richtig Nature's Wrath, ey. Das war heftig. Autsch. Moment mal kurz. Wo hast du gesagt, wo warst du? Ich war in den Bergen unterwegs. Bayern. Bayern, alles klar. Okay, das hatten wir gemacht. Das heißt, Kapitel 5, Staub zu Staub. Boah, das ist gerade so nostalgisch für mich. Das sieht übrigens aus wie PlayStation Save Games, nicht wie Ja, ne? Fitness. Stimmt. Das Ja. stimmt. Nur, dass es nicht so lange dauert zum Speichern. Hohohoho. Ja, das ist schon richtig. Ich habe gerade Niklas aus Versehen das Ende gespoilert, weil ich dachte, er kennt das Spiel schon. Okay, schauen wir mal hier. Das ist genau. Da nochmal. Es ist nur noch die Frage, ob du richtig lagst mit dem Spoiler. Wer Ja, ich weiß, wie liebe das Ende ist so cool. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, aber als Kind habe ich das so gemocht. Ich glaube, ich habe es auch zweimal durchgespielt damals. Vielleicht auch dreimal. das ist die Schießen-Funktion. Wir müssen da nochmal. Die Spinne war auch immer cooler als das Skorpion, obwohl das Skorpion mein Sternzeichen ist. War sie tatsächlich, muss ich auch sagen. So springe ich. Das ist so ein Angriff und es gibt noch einen anderen. Ach so, das Die ist sind auch alles mit sehr einem. gut animiert für so ein Wii-Spiel. Findest du? Ich finde die Ja, schau ich's auch Animation so mal ein an. bisschen. Das ist jetzt Teil 2, Ja. oder? Das ist Teil 2, also der zweite Stream. Den ersten Stream findest du auf dem YouTube-Archiv. Aber es ist der erste Teil von dem Spiel. Ich habe auch gehört, dass es irgendwie einen zweiten Teil gibt oder sowas. Ja, Was? es gibt anscheinend einen zweiten Teil. Google das mal, such das mal raus. Ich glaube, irgendwas Ja. wurde letztes Mal Warte. gesagt im Stream. Aber das hier ist der erste Teil noch. Ja, ich kenne auch nur den ersten. Was echt das Spiel, was immer in den Software-Pyramiden zu sehen war. So. Deadly Creatures. Ich muss hier Weg. das Handy machen. Ich laufe einfach mal an der Wand hoch. Kommt bestimmt dort vorbei. Irgendwie. Nö, es gibt keinen zweiten Teil. Okay. Bist du sicher? Ja. So, ich gebe Deadly Creatures 2 ein und das ist ein schlecht photogeshopptes Bild von Deadly Creatures 2. Ich kann es dir zeigen. Es ist, okay, das kann auch das echte sein. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich meine. Warte. Nee. Echt erst wieder reinkommen, welche Angriffe man einsetzt und alles.
Weil der Gecko macht mich gerade richtig platt. Der kriegt es ein bisschen. Alter, krieg ich hier auf die Schnauze. Was ist der eigentlich? Wie funktioniert der nochmal? Ich bin gerade angry. Einloggen. Ganz komisch. So viel dazu. Ich komme, ich muss das mal kurz nachlesen, wie die Angriffe funktionieren. Zuschlagen, springen, Feger. Okay, das ist das. Und das ist Umwerfen. Wieso funktioniert das dann immer nicht? Ich habe den Discord Deadly Creatures 2 reingepostet. Gibt's das also wirklich? Guck dir doch das Cover an und überzeug dich selber. Warte, muss ich erstmal gucken. Na, nein. Es ist wahr. Weil das zweite Ergebnis bei Google Bilder. Also. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dass es das ist. Ist so fantastisch gefotoshoppt. Nee, jetzt gibt's nur einen Teil. Aber ja, nee, ich mag die Animation der Tiere tatsächlich sehr gern. Ich weiß nicht, das sieht ziemlich gut aus. Frage ist, wie setze ich das ein? Das muss ich auch nochmal kurz nachschauen. Ist echt lange nicht mehr gespielt. Ich kann irgendwie so Gift oder so an. Netzsprung, Kreissäge, Doppelschlag. Giftangriff. Ja, aber. Mann, Wiimote, ich mach doch genau das, was da steht und du machst es aber nicht. Was soll der Scheiß? Was machen wir denn? Du solltest mal Final Fantasy Crystal Chronicles auf der Wii spielen. Nicht, weil ich es mag oder weil es in meinen Augen ein sehr gutes Spiel ist. Nein, einfach nur, weil es echt hübsch ist. Das ist ein krass gut ausschautendes Spiel. Was machst du da die ganze Zeit? Ich hab noch kurz die Move-Liste gecheckt. Irgendwie mag meine Wiimote heute nicht so. Ich denke immer die ganze Zeit, dass ich es mache, aber dann mache ich es nicht und dann gucke ich nach, wie ich es machen soll. Und dann steht da, dass ich es genauso machen soll, wie ich es machen will, aber es funktioniert nicht. Das war gerade mein Problem. Aber ich denke mal, ich kriege das hin. Erstmal ein paar Maden fressen, damit ich wieder HP habe. Ich hatte das Spiel auch sehr viel hübscher in Erinnerung. Es ist nicht hässlich, aber für mich sah es immer so ultra realistisch aus. Gut, die Wii und hübsche Spiele, ne? Wie gesagt, Final Fantasy Crystal Chronicles 2 auf der Wii ist wunderschön. Immerhin, ich sag's nur. Könnte man hier, Tim, endlich mal ein Spiel zeigen, was tatsächlich keine Farben hat. Stimmt, aber da passt es. Das spielt in der Wüste, also. Ich finde, das sieht ganz okay aus. Die Farbpalette. Zumal ist nachher auch ganz cool, die Orte. Ich bin gleich. Und hier. Und das ist jetzt ein, du läufst auch manchmal. Warst du, ich glaube, das erste Level, oder wo du durch diesen Sarg läufst? Mit dem Skelett. Und du bist so, du kletterst durch deinen Kopf und durch die Rippen, das ist eigentlich ganz cool. Ja, ich glaube, da war ich schon. Ja. Das ist so offensichtlich eine Arena, wo du dich gerade befindest. Ja, ich bin auch recht tot. Ich habe das mit der Steuerung immer noch nicht so ganz. Wie steuert man die Kamera? Gar nicht. In fast keinem Wii-Spiel kannst du die Kamera steuern, weil es keinen zweiten Analogstick gibt. Es gibt nur einen Knopf auf dem Steuerkreuz, wo du nach unten drücken gehalten kannst, um die Kamera wieder zu zentrieren. Aber das war's dann auch. Mehr Einstellungen bekommst du nicht. Das ist ja halt bei vielen Wii-Spielen so, dass es da nicht wirklich was gibt. Fast so, als wären Motion-Steuerungen einem Analogstick unterlegen. Aber das ist nur meine Meinung. Viele haben vieles versucht. Du meinst mit dem, auf der Wii mit solchen Geschichten? Ja, ging eigentlich. Ich frage mich nur, warum, sowas wie Deadly Creatures jetzt zum Beispiel, warum ist das für die Wii erschienen? Also ja, es ist tatsächlich eher so ein Spiel für PS3 und Xbox, ne? Ja, eigentlich schon. Ja. Also, es ist jetzt nichts, was unbedingt von der Steuerungsart, die es hat, ungemein profitiert. Und es ist halt auch. Konnte man das nicht auch mit Controller spielen? Ich erinnere mich doch, okay, du musst es schütteln, ich erinnere mich. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum man schütteln musste. Ich erinnere mich auch noch, dass die Schlange, die jetzt hier ganz groß auf dem Cover abgebildet ist, das Cover ist ziemlich cool. Wenn man das sieht, denkt man sich als Kind, das würde ich spielen.
Weil da ist eine fette Schlange drauf, das ist nicht der Skorpion. Aber das sieht, ich bin mir ganz sicher. Auf jeden Fall mag ich, dass die Schlange tatsächlich immer mal wieder auftaucht. So, das ist immer so, der, du besiegst sie nie wirklich. Ich weiß gar nicht mehr, was der letzte Kampf gegen die Schlange ist. Ja, nee, die, bei der Schlange, das ist einer der ersten Gegner, da die legt man quasi rein mit coolen Dodge-Moves. Als ja, aber die kommt ja immer und immer wieder. Die gegen die kämpfst du nicht nur einmal. Ach so, okay. Ja, das mochte ich jetzt. Ich glaube, ich bin auch gerne schon vor dieser Ratte weggelaufen. Also, an die erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich hab ein bisschen was gesehen. Der Game One-Beitrag dazu war es. Ja, mit Spinny. Die würden das Rap-Battle machen. Nee, ich glaube, die machen ja. Ich glaube, das war ein Rap-Battle. Ja, das war so ein Rap-Battle, die sie gemacht haben. Das war bei derer Folge, wo sie alle Filmcharaktere und so weiter, die sie ja als Kostüme hatten, benutzt haben. Ja, stimmt. Die haben ja über die Jahre so Charaktere eingebaut. Ja, Ewart Laser. Die waren ja auch ganz groß mit diesem Day of the Tentacle gedöns. Oh, Captain aller Captain. Ja. Ja, ja. Wurden die Hüte immer weniger geworden. Das war so der Vorläufer zu Eduard Laser. Ja, aber nee, ich glaube, die gab es in der gleichen Zeit, oder nicht? Eduard Laser ist ja auch ein Game One-Charakter. Ja, ja, aber. Ja. Eduard Laser, der ist irgendwie so der Chuck Norris in. Ja. Ja, aber Captain aller Captain ist halt echt ganz cool gewesen. Ja, da. Die Idee. Captain aller Captain. Oder George McCraid. George McCraid ist auch gut, ja. Heather in Kisten. Ja, und dann verkauft er seine Schwester an Kisten. George McCraid. Ich mag die Grafiken. Ja, fest, nee. Kessern und. Nee, doch. Kessern und Kisten stand denn da? Einmal Kessern ganz und kurz. Kisten, ja. Ja. Schätze mal, da ging Sendezeit weg. Ich mochte die Möchtegern-Jokes. In Game One haben sie irgendwie funktioniert, meiner Meinung nach. Könnte man noch gerne irgendwelche Best-Offs an oder ganze Folgen. Die ist leider irgendwie nur in 240p bis maximal 480p wieder zu sehen. Ich mag Game One sehr gern tatsächlich. Game Two ist halt richtiger Rotz, den gebe ich mir nicht. Game Two habe ich ja. Liegt wahrscheinlich ein bisschen daran, an den, ich sag mal, Showrunnern da. Ja. Dass das nicht ganz so auf der Höhe ist. Und ich passe es, wenn diese Lara dabei ist. Die ist so schrecklich. Darüber haben wir schon mal geredet. Diese Lara? Keine Moderationsstimme, sondern eher so eine Synchro-Stimme. Lara, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt. Ja, aber auch den Namen nochmal, ja. Das ist die mit den roten Haaren. Ich bin auch nicht so ein Fan von der. Das wäre so viel sinnvoller gewesen, die Spiele auf die PS3 oder Xbox 360 zu bringen. Ich meine, du kannst. Dieses Spiel ist darauf aus, dass du mit der Tarantel an Wänden langläufst. Ja. Die Übersicht kann man da verloren gehen. Du kannst es nachjustieren mit einem zweiten Analogstick. Ja, zum Beispiel. Ja. What the fuck? So kann ich denn hier jetzt eigentlich nicht rein? Ich glaube, das ist einfach ein Bug. Ich frage mich das auch, also eigentlich ist das ja, wo ich könnte da ja, links... Ja, das ist locker ein Bug. Ich da hoch kann. Muss noch gepatcht werden. Ah, hier. Hab was gefunden. Muss noch gepatcht werden auf der Wii, sehr gut. Gab es Patches für... Da kommst du her, Mann. Nee, ich kam von da, oder? Oder kann ich da hin? Du kamst von da, jetzt gehst du wieder zurück. Nee, von hier bin ich gekommen. Hier lang. Und dann kann ich hier hoch. Und da ist noch ein Weg, den sehe ich auf jeden Fall. Wahrscheinlich kann ich hier langlaufen. Irgendwie sieht das alles nicht so ganz gewollt aus hier im Moment. Nee. Von wem ist das Spiel eigentlich? Keine Ahnung. Visceral Games. Aber wer hat's gepublished? Activision. Ja, wahrscheinlich. Warte, ich hab doch die Hülle hier liegen. Das ist THQ. Darum wurde da auch schon im Chatware geredet und entwickelt von... Steht nichts. THQ. Ja, es ist anscheinend eine THQ-Produktion in total. Und wir wundern uns, warum die pleite gegangen sind, ne? Immer diese Lizenzspiele, ne? Jetzt lizenzieren sie sogar die Welt. Das könnte halt echt ein Bug sein. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich da nicht reingehen können sollte. Ist noch
Madig. Ich glaube, das ist ein Bug tatsächlich. Lad nochmal neu. Das wäre ja richtig schnell gegangen heute mit dem Bug. Ist übrigens auch geil. Allein diese Situation hier. Upgradet seinen PC, spielt Deadly Creatures auf der Wii. Nice. Naja, es ist nicht so schlimm. Ich meine, ich spiele es auf der Wii. Ja, wer kennt es nicht? Ich habe auch einen guten PC. Ich meine, ich würde es jederzeit spielen. So, mit der Capture-Card hast du halt... Ich habe was geschafft. Aber hier gibt es, glaube ich, nur extra Content. Also ich glaube nicht, dass ich hier weiter soll. Doch, da kommst du her. Doch, da kommst du her. Nee, nee. Oder nee? Hier waren nur ein paar Sachen zum Fressen. Oh, ein Gegner ist. Bei Wii Games konnten scheinbar technisch nicht gerettet werden, die Burkhard stellt. Ja. Jetzt komme ich langsam wieder rein. Ist Burkhard im Discord? Nö. Ist er nicht. Got you. Punkt. Echt nicht? Nö. Du hattest damals ja Torbjörn reingelassen. Und ich habe mich da jetzt nicht sonderlich weiter... Also das war... Oh wow, ich krieg so Falling Damage. Das war nur so ein extra Gebiet jetzt. Ich muss eigentlich da hinten durchkommen können. Ja. Versuch's mal. Versuch alles, was du kannst. Oder da schieß links. Netze gegen. Stimmt, das ist mal eine Idee. Schieß mal ein Netz dagegen. Wie groß ist eigentlich Latenz, die ich habe? Also gar nicht so groß. Ich hab keine eingestellt. Ich hab jetzt angefangen, Netze zu schießen. Ja, hab ich auch gesehen. Es ist... Dürfte nicht so groß sein. Ja, also da lassen sie mich nicht rein. Aber dann ist hier hinten vielleicht noch ein Weg. Kannst du irgendwie die Kamera rotieren und gucken, ob da was drin ist? Warum? Das ist ein offenes Loch. Ja, da ist aber, siehst du diesen Staub davor? Diesen glanzleichten Partikeleffekt? Der suggeriert dir, dass du da nicht rein kannst. Aha. Das ist so ein ganz leichtes Kriseln vor dem Loch. Ja, ich sehe es. Das bei mir im OBS ja kaum. Und das sagt dir, hey, not today. Und deswegen, ja, ich denke auch, dass das ein Glitch ist. Ich lade mal einen Kontrollpunkt. Kann ich denn das? Nö. Das ist auch so ein Ding. Anscheinend, es gibt keine Kontrollpunkte, außer man stirbt. Und ich kann halt, das Level geht erst zu Ende, wenn, also, ist erst, speichert erst, wenn das Level abgeschlossen ist. Aber hier könnte noch ein Weg sein. Moment. Nee. Da oben sowieso nicht. Psch, diese Dinger zerschlagen kann oder Skorpion. Ja, was soll's. Hast du das Spiel schon aufgebuggt? Aufgebuggt? Nee, gebuggt, also verbuggt. Also hast du es gebuggt. Ich hab das jetzt nicht provoziert hier. Aber im Essen-Stream. Hast du auch Probleme gehabt? Achso, nee, da hatte ich gar keine Probleme. Da konnte ich ganz normal spielen. Ja. Obwohl hier ist, sagt mir zumindest, ja. Boah, das Hauptmenü. Laufen denn nicht auch immer ganz Ja, da kommen auch Schlangen und Ratten, ja. Und alles. Da kommt alles. Das ist sehr das cool. Das ist so cool. Das Hauptmenü. Das ja. Finde ich auch. Das ist wirklich cool. Diese Erinnerung. Ich bin gerade nur so ein bisschen stolz auf mich. So vor meinem Upgrade beim Stream war meine CPU mal so bei 15% Auslastung. Jetzt eiskalt 3. Ah. Das war echt langsamer nötig, ey. So, wir sind schon wieder hier. Hallo. Oh boy. Oh boy. Spinny for the strike. Also ja, auf der PS3 hätte das nochmal so viel, oder auf der Xbox nochmal so viel besser aussehen können. Weil es sieht ja nicht so kacke aus. Es sieht ja echt ganz okay aus. So für so ein Wii-Spiel. Hau doch Small, komm her, das ist mein. Aber ich bin schon wieder drin im Spiel. Ich krieg schon wieder kaum Schaden von den Gegnern, weil ich die Steuerung wieder verstanden habe. That's good. Kannst du nicht auch einmal deine Remote schütteln? Was macht das? Ja, ja, du kannst eine Spin-Attack machen mit der Remote und eine Throw-Attack und all sowas. Es ist so, du drückst den Angriffsknopf und machst dabei noch eine Bewegung mit der Remote und so kannst du andere Attacken nutzen. Ich erinnere mich, ich musste mal ganz kurz auf Crystal Chronicles zurückgehen. Ich habe dieses Spiel zweimal durchgespielt in meinem Leben.
Dreimal. Und ich habe beim zweiten Mal, das realisiert, dass wenn du Gegner aufhebst, A drücken kannst und dann schießen die oder explodieren oder du kannst einfach mit denen interagieren. Ich habe das komplette Spiel damals durchgespielt, ohne das zu wissen. Und der Jesse zieht da rein, wie ich den gebaitet habe, hier den Gegner. Alter Schwede. Jetzt musst du dir reinziehen. Ja, du hast ihn voll gebaitet, Mann. Alter, kommt auf mich zu und ich so, batz. Hau ihn instant zurück. Ach, guck mal, jetzt ist auch was passiert. In dem Moment. Das ist aber immer noch der falsche Weg. Hä? Also muss da oben in diesem, was ich als Extra-Weg hielt, etwas sein. Weil das ist das Einzige, was jetzt als Weg quasi frei ist. Was ist denn das für ein scheiß Loch? Warum fällt da keine Erde drüber oder so? Ja, keine Ahnung. Es ist einfach boosted. Was soll denn das? Oh, da ist noch eine Made. Ich frag mich, ob dieses Spiel erfolgreich war. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Glaubst du? Ich glaube nicht, dass das so erfolgreich war. Aber es war doch gar nicht so kacke. Ich meine, also ich hatte Spaß damit. Ich habe doch echt schon lange nicht mehr gespielt, aber trotzdem. Man da du solltest so kleine Löcher, wo du schwer rauskommst, ist schon kacke, aber. Kann ich hier irgendwie an die Decke krabbeln? Ist da irgendwas? Ich glaube, da rechts ist ein Weg. Ich sehe hier keinen Weg. Hier kommt einfach irgendwann eine Spinne. So, die hau ich dann um. Ey, Arschloch. Und schmeiß sie raus, so. Und jetzt? Wie kann man nach Verkaufszahlen gucken im Internet? VG-Charts zum Beispiel. Ja, hier könnte ein Weg sein. Aha, Jessalonius. Nee, Moment. Das ist, glaube ich, Unrecht. Du meinst Justus muss los. Nee, genau. Wie war noch dein Name? Justus muss los. Justus muss los. Ich bin für Jessalonius. Kann ich hier an die Decke krabbeln? Nee. Auronius. Aber irgendwas muss hier sein, weil die haben mir den Weg ja freigemacht. Wie hieß es nochmal? VPN? Nein. Nein, VPN ist was anderes. VG-Charts. Ja, ja. VG-Charts, okay. Aber das ist auch nicht immer reliable, was da steht. Ja, und jetzt? Oh, VG-Charts mit Z, okay. Ja, darum ist es wahrscheinlich auch nicht immer reliable. Was soll ich denn jetzt hier tun? Wir gehen gleich zusammen auf YouTube und gucken uns das an. Ich hab langsam echt keinen Bock mehr, hier rumzustehen. Ist nichts. Warte, okay. Total Sales. Japan nichts. Anscheinend ist es da gar nicht erschienen. Japan nichts. Okay, ich versteh's nicht. 0,08 Millionen. Ja. Ist NA. Nicht angegeben. 0,12 Millionen. Europa. Ja, also 120.000. 0,02 Millionen andere Länder und 0,22 Millionen total. Ja. Ja. Aber hey, wir kennen THQ Nordic. Wahrscheinlich werden sie trotzdem einen zweiten Teil raushauen. Weil das THQ Nordic. Irgendwann sagen sie, hey, wir hatten da... Haben sie die Rechte überhaupt an dem Spiel? Wer will die haben? Ja, keiner. Eben. Aber THQ Nordic kauft doch alles, was keiner haben will. Eben. Die haben sogar Darksiders übernommen, und das wollte auch keiner haben. Ja, das Spiel ist halt, also ich find's immer noch ganz süß. Warte, ich dachte Darksiders 3 wäre gut angekommen. Ich dachte Darksiders 3 wäre gut angekommen. Ja, Darksiders 3. Aber als Darksiders nach Teil 1 und 2 verkauft wurde, wollte weder jemand das Studio haben, welches diese Spiele gemacht hat, noch die Marke haben. THQ Nordic hat die dann später nur übernommen, nachträglich, weil sie es können. Und haben dann einen anderen Entwickler rangesetzt als die ursprünglichen Entwickler von Darksiders. Und darum war Darksiders 3 wahrscheinlich auch so gut. Weil 1 und 2 kannst du echt vergessen. 2 hatte einen richtig guten Soundtrack. Weil er das von Jazz stimmt, Back-Kid ja, 2 hatte einen guten Soundtrack, da hast du recht. Ah, oh, ja. Verdammt, diese blöde Wii-Schlaufe, ne? Wenn man die einmal ran hat, dann kriegt man Ich weiß auch damals, als ich Darksiders 2, ich hab's nie durchgespielt, ich hab so 4 Stunden gespielt, 3 Stunden. Und, als ich,
als es begonnen hat und ich durch diese Eislandschaft reitet und die Musik im Hintergrund läuft, ich wusste exakt, von wem das kam. Ich habe zu viel Assassin's Creed gespielt, um das nicht zu wissen. Es klingt halt einfach genauso. Schaust du ein YouTube-Video? Ich versuche eigentlich, das gerade über die Fensteraufnahme zu machen. Allerdings kann... Ist interessant, das ist vielleicht noch ein Bug, den ich mal fixen sollte. Die Fensteraufnahme zeigt bei mir nur schwarz an. Soll ich schauen? Nee, ich schaue jetzt auch. Also so ist es ja nicht. Das ist ja komisch. Ich mache mal ein neues Element Fensteraufnahme und guck mal, ob es da funktioniert. Ja, das. Nee, es hat schon was damit zu tun, dass das Wakelet verbuggt ist. Das ist interessant. Dann kannst du wieder weg. Da muss ich nochmal gucken. Das ist wahrscheinlich von der Migration vom neuen Betriebssystem immer noch kaputt. Da muss ich wahrscheinlich nochmal reinschauen. Bist du auf AMD gewechselt? Mhm. Warum? Weil die Prozessoren besser sind, also momentan. Also preis-leistungsmäßig besser. So. Philipp hat mich letztens so angeschrieben und meinte so, Alpa. Was, wer ist Alpa? Albert freut sich richtig darüber, dass er 60 FPS auf High oder Ultra im Witcher hat. Also ich habe 120 FPS auf Ultra in Witcher. Ich so, ja. Ja gut. Ist jetzt auch nicht so schwer. Ist, naja. Ich guck gerade hier, er ist an der gleichen Stelle wie ich, hockt da fest. Und, er hat's rausgefunden, okay. Ja gut, das hatte ich vergessen, dass es das Feature gibt, aber das ist dann ja, dann ist das ja gar nicht so schwer. Behold the Magic. Ich glaube, ich bin schon auf dem richtigen Pferd. Ich muss hier wieder hoch. Das war schon richtig hier. Man muss hier dann den Netzshooter benutzen und muss da hinten sehen, dass es hier eine Sprungmöglichkeit gibt. Und dann ist man schon woanders. Aber es ist schon irgendwie komisch, dass sie das trotzdem haben mit diesem Tunnel, der einfach... Wo einfach nur so ein Partikeleffekt ist. Und ja, fuck. Ich glaube, ich hatte damals als Kind auch Probleme, das zu lösen. Ich habe gerade irgendwie Vietnam-Flashbacks. Es ist auch irgendwie nicht ganz offensichtlich. Aber ich muss mich einfach wieder daran erinnern, dass wenn man Netz auf dem Boden sieht, es normalerweise eine Netzspinner-Möglichkeit gibt. Oh, und guck mal hier. Sieht das nicht spaßig aus? Das ist übrigens das Level, in dem ich schon mal war, weil ich erinnere mich an diese Tonne. Das heißt, die recyceln Level in diesem Spiel. Oh, hier kann man sogar speichern. Das ist cool. Das heißt, die, weißt du, was sie machen? Sie, nutzen Level erneut, aber mit neuen Fähigkeiten, die du hast, kannst du dich anders durch diese Level bewegen. Und das ist doch okay. Nee. Ja, mein Hals tut so weh, ne? Ich muss die ganze Zeit trinken. Ich weiß nicht, warum er so kratzt. Das ist ekelhaft. Du wirst krank. Wahrscheinlich. Schon gerne da hoch. Da ist ein Netzspinner. Da unten sind halt diese Dinger, die nur der Skorpion zerstören kann, sogar alle noch da. Ich find's aber komisch, wie die Spinne diesen. Ah! Ey! Was bist du denn für einer? Doch, ey. Ist doch fast wie eine Feuerkrabbe. Wie einfach die Gravitation funktioniert. Du wärst an der Wand getroffen und fällst an der Wand hin. Ja, ja. Ja, Spinnen haben halt ihre eigene Gravitation. Ganz yep. Offenbar. Ich finde nur, die Musik hätte ein bisschen anders sein können. Die Musik besteht die ganze Zeit nur aus diesem Rauschen. Ja, weil ich mag das. Also, weil ich das Kind Nostalgie tatsächlich. Dass du das aber magst, glaube ich. Das wirkt halt wie so ein... Atmospheric Sounds halt, ne? Mhm. Keine richtige Musik so. Ja gut, was heißt das? Nee, überhaupt nicht.
Das Spiel fühlte sich also immer so erwachsen an für mich als Kind. Es war so, man war so allein, alles war so gruselig, I don't know. Alles war so gruselig. Ja, du bist so ein kleines Spiel, Mann. Schau dir mal an, wie die Umgebung aussieht. Trostloser als das amerikanische Oregon, hä? Ja, Oregon ist so schlimm. Ja, ich würde da niemals Urlaub machen wollen. Alles grau-braune Pampe dort. Ja. So, sobald du Oregon betrittst, ist alles grau-braun. Okay, jetzt weiß ich, was Oregon für ein Ort ist. Ich hab's davon gehört, aber nie gewusst, wie es aussieht. Das ist der Schauplatz von Days Gone. Und von Life is Strange. Ah, okay. Auch Arcadia Base in Oregon? Oh, ja. Grau-braun also. Stimmt, da wurde grau-braun. War's total, Mann. Es war überall grau-braun. Die mussten ja auch einfach nur für die Haustür gehen, so. Ob da wohl die ganzen alten grau-braunen Filme entstanden sind? Nur ne Scheiße, ich würde richtig gerne in Oregon Urlaub machen. Aber mehr wegen Life is Strange und nicht wegen Days Gone. Ja, ja. Schön, Herr Christen. Ja, ich würde auch lieber Days Gone spielen als Life is Strange. Wie nennt man den? Nein, ich würde lieber Life is Strange spielen als Days Gone. Wobei, wenn ich noch andere Wahlen hätte, dann würde ich mir doch lieber in die Kiefer reinschießen. Du bist ein richtiges Arschloch. Ja. Nee, Life is Strange ist super, Mann. Weil es getrocknete Pferdescheiße ist. Was? Warum hast du das getan? Wisst ihr, was ich super strange finde? Ich hab gar nichts getan. Du bleibst dich nicht. Weil ich das nicht erwartet habe. Ich hatte nicht erwartet, dass dieses Spiel. Gott, hier schon wieder einfach eine unsichtbare Wand. Also eine sichtbare Wand. Dass dieses Spiel eine richtige Story hat. Also, das ist ja diese Geschichte von mit diesen beiden Typen, die auch die ganze Zeit da immer mal zu hören sind. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel Menschen hat, die irgendwie reden. Hab ich nicht erwartet. Okay. Fand ich echt witzig. Dass dann das hat mich als Kind aber auch überrascht. Ich habe echt gedacht, das geht jetzt einfach nur um irgendwelche Insekten, die sich gegenseitig im Unterholz die Birne einschlagen. Mehr habe ich nicht erwartet. Und hat mich eines Besseren belehrt nachher. Eines Besseren belehrt. War mal noch eine Made und dann gehe ich mal den Weg, den ich gehen soll. Ich habe gerade eben noch ein Collectible eingesammelt. Dann schauen wir mal, wie dieses Rumspringen hier umgesetzt ist. Müsste jetzt eigentlich nach oben gehen. Oh ne, never mind. Niklas. Mhm. Hast du vom deutschen Skins Remake gehört? Ich habe das Poster in den Chat gepostet. Ich will es gar nicht sehen. Mach mal. Ich weiß nicht, wir sind irgendwie nicht das Volk, das dazu ein Remake machen sollte, finde ich. Hast du das Poster angesehen? Warte. Ach, du bist ein Spack. Ja, euer Leben ist wirklich Skins, das stimmt. Ja, es ist tatsächlich. Ihr habt doch genau dieselben Probleme wie diese Leute da. Ja. Ja, und wir haben einen Typen, der genau aussieht wie Tony. Also fast teilweise exakt genauso. Bloß mit blonden Haaren. Kurz war die schwarze Haare. Unsere Haarfarben wechseln sich, Mann. Alle paar Tage. Das glaube ich gern. Hey, hier ist ein Fahrrad! Das habe ich, glaube ich, aber schon mal gesehen. Muss es irgendwo für mich eine Netzmöglichkeit geben? Scheint mir aber nicht vergönnt. Oh, so, natürlich kann ich hoch. Aha. Easy. Ja, man muss immer mal so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wo man jetzt genau. Schon wieder so eine Wand. Wo man jetzt genau lang kann und wo nicht. Muss man immer ein bisschen überlegen. Mein Vater hat jetzt Instagram. Mein Vater lässt uns manchmal in den Garten. In der Hoffnung, dass wir keine Scheiße bauen. Und jetzt habe ich auf Instagram ein Bild gepostet, wo ich
mit Fackeln rumspiele, weil er hat Fackeln. Und wenn man die beide so in der Hand hält, dann wirkt das so, als wäre man ein Zauberer in Skyrim. Und wir waren so ein bisschen auf Oregano und haben die ganze Zeit so Zaubererkämpfe gemacht. Im Pool. Und überall fliegen Funken rum, weil da halt so Öl drin war. Wir waren überhaupt nicht aufmerksam. Aber es hat scheiße Spaß gemacht. Nicht, dass einer von euch nachher noch verbrennt. Ich bin extra noch bevor eingetaucht, weil ich so Angst hatte. Was versuchst du da? Geh in das Loch rein. Ich kann nicht in das Loch rein, weil da wieder so eine Wand ist. Aber du kannst nicht sagen, dass sie unsichtbar sind. Da sind kleine Fliegen. Nee, da sind kleine Fliegen. Ja, ich weiß. Das ist keine richtige unsichtbare Wand. Aber an sich schon, weil diese Fliegen meinen Weg halt nicht blockieren sollten, technisch gesehen. Guck mal, der Master of Inkompetenz ist gerade gekommen, aber dabei bin ich doch derjenige, der hier gerade Inkompetenz in Person ist. Irgendwas muss man bestimmt mit diesem Fahrrad hier machen. Aber frag mich nicht was. Alter, ist aber richtig hart hier reingecrashed, ey. Es könnte auch so ein Motocross sein. Würde in der Wüste auch mehr Sinn machen. Das ist ein Motocross, das ist ein Motocross. Ja, ich meine, wer fährt nicht mit durch die Wüste mit dem Fahrrad? Weil ich meine, also irgendwie erzählen ja so die Areale so ein bisschen eine Geschichte. Wie zum Beispiel, der Typ ist mit einem Motocross reingefahren. Ja. Und hat es anscheinend nicht rausgeholt. Na, vielleicht hat er es herausgeschafft, glaube ich. Ich meine, man sieht ja kein Skelett oder so. Ja, er ist rausgekommen, das Motocross ist anscheinend. Ja, aus dem Motocross musst du nicht wirklich rauskommen. Wenn du damit crasht, dann bist du halt, fällst du halt runter. Ja, kann ja sein, dass er woanders geknallt ist und gestorben ist, wer weiß. Yummy Larven. Yummy Larven. Bergrills bringt die Larven nochmal. Die Larven bringen Leben und sind ein Collectible, um weitere Artworks in der Galerie freizuschalten. Ach ja, sowas gab es ja auch nochmal. Ja, Collectibles und Artworks. Ja. Ey, übrigens, das Madagaskar-Spiel war echt nicht schlecht. Doch, was? Nein. Das Madagaskar-Spiel ist der Teufel. Ist es nicht. Was hast du? Nicht das Madagaskar-Spiel. Ich hatte lustigerweise die englische Version davon. Das Madagaskar-Spiel ist fantastisch. Ist es nicht. Doch. Ich hol's mir für die PlayStation 2 und dann wirst du sehen, dass es das nicht ist. Ist es wie die PC-Version? Ich weiß nicht, wie die PC-Version ist. Ich hab's nur für die PlayStation 2 gespielt. Wenn das identisch ist mit der PS2-Version, ist es ein fantastisches Spiel. Das ist eine Minispielsammlung. Nein, was? Das ist Madagaskar 2. Jeder Charakter kann ein bisschen was anderes und das war's dann. Melman springt in New York über fahrende Autos und macht dabei den Helikopter und so ein Scheiß. Das ist doch keine Minispielsammlung. Teufel, hey Niklas, das muss auf die Liste. Auf was für eine Liste? Ja, die Liste von den schlechten Spielen? Ich habe auch das Maximum Game Spiel. Ja, ist ein gutes Spiel, okay. Bei Madagaskar. Das ist ein Problem. Es gibt Madagaskar auch Pizzen, die du freischalten kannst. Du kannst deine Fußspuren können brennen, du kannst Hüter aufziehen, du kannst mit so einem Nummer 1 Ding durch die Gegend laufen. Du hast große Areale, manchmal, wo du mit verschiedenen Charakteren verschiedene Dinge lösen kannst. Gibt es Bowling? Es gibt Minigolf. Das beste Minigolf jemals. Es gab kein Minigolf-Spiel, was besser war als Madagaskar. Es hatte dieses. Es war das beste Minigolf-Spiel. Das war nice. Hey, weißt du, wie das eigentlich das eine Minispiel heißt, wo man hier dieses eine auf dem Eisfeld ist und diesen einen Kegel schieben muss und dann auf hier den Mittelpunkt treffen muss? Ja, natürlich das erste Master of Inkompetenz. Das erste ist ein fantastisches Spiel. Richtig viel Abwechslung, gutes Fantastisch würde ich gut sagen, aber als Kind ist es schon ziemlich cool. Bist doch bescheuert. Ja, nein, ich meine es komplett ernst. Ich komme ja auch hier kaum zum Reden. Was wolltest du sagen? Irgendwas mit deinem Curling. Weil ich wollte sagen, was? Curling. Das, was du gerade beschrieben hast, klang nach Curling. Ach ja, Curling. Ja, das war's. Ja, das gab es auch in dem Spiel, genau. Es gibt halt mehrere Level mit Minispielen und so weiter, beziehungsweise sind das so optionale Levels, die du dann halt einfach aus Spaß spielen kannst. Kannst sogar Arcade-Spiele spielen, einfach so mit dem Level. Ja, es ist ein Spiel für Albert. In der Mission, in den Level, findet man Arcade-Spiele, so ein Panzerspiel, so ein Flugspiel, was findet man noch? Ich weiß nicht, ich war da vielleicht noch so ein Tetris-Klon oder so? Ich weiß nicht. Weiß ich nicht mehr. Aber das Spiel war schon sehr voll mit Content. Ja.
Also das, die Panzer-Minispiele fand ich toll. Vergesst das einzige Minispiel in dem Spiel, was Spaß macht. Was? Das mit den Pinguinen. Ach, die Pinguin-Level. Das ist kein Minispiel, das ist ein Level, Alter. Das ist ein richtiges Level da. Das hat alles überhaupt keine spielerische Substanz, das ist einfach so leer. Was? Boah, ey, du bist schrecklich. Ich bin schrecklich, aber... Hör mal ein auf Schreck jetzt. Lass mich mal kurz sagen. Ich finde jetzt Madagaskar jetzt nicht unbedingt so super. Aber für mich sind die Level auch keine unbedingt Minispiele. Für mich ist es eher... Es ist für mich ein nettes gut, Spiel. Gut, es ist halt wie Uncharted. Es ist ein nettes Spiel für ein Kind. Es halt einfach ein nur. Der die Filme gemocht hat. Weißt du, was ein nettes Spiel für ein Kind ist? Witcher 3. Aber nicht auf AMD. Oh, da genau, sieht man den Menschen mal da. Das ist so heftig. Warum sind Menschen da? Was davon übrig ist. Und die haben richtig prominente Sprecher dafür sogar engagiert im Deutschen. Okay, ich hab da einen kurzen Delay, glaube ich. Weil die Menschen sind jetzt für mich jetzt erst gekommen. Oh, ja, ein bisschen. Ich hab dir das Ende ja schon gespoilert. Also, ich hab. Es geht ja. Ja, aber. Ja, die Menschen haben halt noch eine größere Rolle. Das Ende ist halt echt cool. Ich weiß nicht, wie es spielerisch ist, aber die Idee ist halt krass. Warum sollte ich das Spiel denn nochmal spielen? Ich spiel's doch nur, weil ich's noch nie gespielt hab. Hä? Warum sollte ich es denn nochmal spielen? Ich werde das nie wieder spielen, wenn ich das durch. Ich glaube, ich würde es irgendwann nochmal spielen. Ich glaube, ich hätte Bock drauf, doch. Das ist so, ich war ja schon entsetzt, als ich das Spiel ausgepackt habe, beziehungsweise rausgeholt habe aus dem Schrank, wo es ungefähr seit 3 Jahren oder so stand. Es war original verpackt. Ich hatte das Spiel einfach neu irgendwo gekauft für einen schmalen Tag. Und dann fragst du mich, warum ich gewundert bin, dass du es noch nicht gespielt hast. Und du seit 3 Jahren besitzt. Ja, es war noch nicht die Zeit. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Für Deadly Creatures. Ah, das heißt, das kann ich bestimmt auch mit den Geckos machen, wenn ich die umschmeiße. Ich finde die Idee trotzdem sehr putzig bei dem Spiel. So etwas gibt es halt einfach nicht noch mal. Da hast du wohl recht. Dass es sowas nicht noch mal gibt. In der Hinsicht ist es wohl wirklich einzigartig. Oh, ich glaube, die Schlange kommt. Also irgendwas kommt da. Erreichen Sie die Höhe. Oh, ich kämpfe gleich gegen die Echse, okay. Aber gegen die habe ich auch schon mal gekämpft. So, ich fresse. Ey, Gecko Manu, Arschloch! Soll ich fressen? Gecko gegen eine Tarantel, okay. Der ist nicht so lange auf dem Boden, der Gecko, deswegen ist es fällt mir schwer, ihn zu fressen, wenn ich ihn mal auf den Rücken gedreht habe. Wie viele Level hat das Spiel? 12? Nicht so viele. Es ist auch... Wir haben das letzte Mal schon nachgesehen, also ich bin jetzt beim 5. Da bin ich schon gut dabei. Es ist, glaube ich, in etwa die Hälfte. Aber keine Garantie, schon länger her, dass wir darüber gesprochen haben. Hab auch noch verschweißte hier, teilweise sogar Gamecube noch. Ja, ich hab Watch Dogs eingeschweißt für die Wii U. Ich hab's nie gespielt. Also hoffst, dass das irgendwann Lambda wird, also. Nein, ich hab's mir einfach nur gekauft wegen dem Meme. Wieso? Was ist witzig ist. Also was für ein Meme überhaupt? Watch Dogs ist auf der Wii U eine absolute Katastrophe. Ach so, alles klar. Also optisch ist immer noch ansprechender als Pokémon, aber... Ich hab grad so ein Quatsch. Nein, die Framing ist halt echt kacke in dem Spiel. Ja. Also das war auch mal eher so ein Ding, ja, vielleicht streame ich das mal so Trash-mäßig Watch Dogs. Aber ich hab da auch nie Lust gehabt, das Spiel zu spielen. Ja, mach es nicht. Das Spiel ist richtig lang und... Das Spiel ist ja auch nicht mehr hässlich. Es ist manchmal so hübsch wie... Die E3-Pressekonferenz, da Trailer, ihr wisst, was ich meine. Aber das ist trotzdem nicht hässlich. Ich erinnere mich noch, als ich irgendwie am Strand war und beeindruckt von dem Detailgrad war. Denn gerade auch so Dinge wie, du hast keine Spiegelung und Schüsse im Wasser werden nicht. Ja, keine Ahnung, ich mochte Watch Dogs 1. Das war ein cooles Spiel.
Es war ziemlich cool, wenn du irgendwie am Ufer standest, so im Hintergrund war Chicago und du einfach nur zugesehen hast, wie die Sonne langsam untergeht und langsam die Lichter anfangen. Du meinst dieses graubraune Chicago? Es ist überhaupt nicht graubraun gewesen. War es halt wirklich nicht. Das Spiel hat schon sehr, also war schon eigentlich ganz hübsch. Ja, ich weiß nicht, ich hätte auch keine Lust, das jetzt für so ein Gag-Stream quasi ein bisschen zu spielen, um danach so zu sagen, ja, es ist halt so lang, ich spiel's jetzt nicht weiter. Du kannst einfach mal aus Gag. Ich glaube, jetzt kommt Far Cry 1 für die PS3 streamen. Nennst du Tim sagen, ich hab's gespielt. Also, es gibt noch dieses andere Far Cry Spiel für die Far Cry Instinct für die Konsole. Ja. Das war für die erste Xbox. Du kannst auch Far Cry 1 für die PS3 oder Xbox spielen, das ist auch richtig kacke. Die haben sehr viel geändert und es ist jetzt mehr Far Cry 3. Das ist doch gut. Aber das spielt sich richtig kacke. Wenn es mehr wie Far Cry 3 ist. Naja, ich glaube, die KI funktioniert jetzt nicht viel, aber... Ja, ich würde tatsächlich vielleicht gerne mal Far Cry Instinct spielen, aber ich glaube, dafür habe ich keine Konsole im Moment. Obwohl, wenn es das für die Xbox gab, gab es das bestimmt auch für die PlayStation 2, oder? Nein, nee. Ich vergiss immer, dass die Xbox im PS2-Zyklus existierte. Die Xbox ist so komplett nicht in meinem Mindset. Oh Gott, der hat den Far Cry Classic Platin. Ja, du tust mir leid. Oh mein Gott. Das Spiel war so scheiße. Far Cry 1 auf dem... Ja, das ist ja die PS3-Version. Ach so. Ach, so scheiße. Das war auf dem PC schon echt viel, viel besser. Alter Schwede, was macht die Spinne denn da? Saug ich den jetzt aus, oder was? Neue Fähigkeit, Kopf übergehen. Sie können nur an Decken und Vorsprüngen nun Kopf übergehen. Und das habe ich gelernt, indem ich einen Gecko ausgesaugt habe, oder was? Ja. Ach du Scheiße. Ja, du hast Geckos geben dir neue Skills. Ausgesaugt. Wusstest du nicht? Geckos geben dir neue Skills. Ja. Oh, toll, an der Decke laufen. Wusstest du nicht? Taranteln haben schon immer ihre Kampffähigkeiten erlernt, indem sie Gecko-Blut gesaugt haben. Na, lecker. Das und Maden gefuttert. Mhm. Nee, mit Maden haben sie nur neue Bilder bekommen. Ah, oh, dieses Spiel. Es könnte so entspannt sein, wenn ich nicht die ganze Zeit mit meinem scheiß Arm rumwickeln müsste, um irgendwelche Angriffe zu machen, ne? Just saying. Ich habe auch Beast Quest und Jordan Eyeplatten. Ja, er hat sich das alles gekauft. Er hat das an mich getweetet, oh, ich habe das gesehen. Alles klar. Wow, du hast echt kein Leben, oder? Das Gute ist jetzt, wo ich Windows 10 habe, Jesse, können wir mal, wenn du bei mir bist, die PC-Version von Jordan spielen. Dann können wir auch gleich noch die Xbox-Version nachholen, ey. Dann haben wir alles hinter uns. Ne, Xbox habe ich aber nicht. Ja. Ich hoffe ja eigentlich noch auf eine 3DS-Version von Troll & Eye. Ja, eine 3DS-Version. Troll. Kann man vielleicht einen Meter in die Ferne schauen. Ja, das Spiel ist einfach nur so Nebel. Überall. Direkt vor dir ist nur Nebel. Kannst du nicht mal Sachen erkennen, die direkt vor deiner Hand sind. What is your weakness? Show me, Moto. Ein Badagamm. Ich hätte gerne sowas als ein Haustier, so ein Badagamm. Echt? Hättest du echt gerne? Ich fand die immer tot langweilig. Ja, ich finde sie cool. Wenn ich könnte auch versuchen, einen Komodo-Varan. Nein, die sind scheiße giftig, lass es. Wirklich. Warte, die sind giftig? Ich dachte, sie wären nur Nein. Komodo-Varan ist eines der giftigsten Tiere auf der Welt, glaube ich. Musst du mal gucken. Nee, die sind wirklich scheiße. Ich glaube nicht giftig, aber trotzdem. Das weiß ich aus Far Cry 3. Oh nein, ein Komodo-Varan!
Nein, da war es immer ein Stinktier. Nein, der war ein Komodo. Die fucking Stinktiere in Far Cry 3 waren richtig heftig. Und mit waren die Komodo-Varanen giftig in Far Cry 3? Nein, aber in Far Cry 3 gab es, glaube ich, kein Gift. Nee, also soweit ich weiß, sind Komodo-Varane halt deshalb gefährlich, weil sie halt mit Leichtigkeit, damit Knochen brechen können. Also die sind ziemlich stark, diese Viecher. Aber es gibt dann trotzdem Menschen, die die als Haustier haben. Verwickelt. Diesen riesengroßen Fett. Dieses Bild, was ich gepostet habe von uns, das könnte wirklich Skins sein. Das sieht so gut aus, fuck. Ich bin ein bisschen stolz. Alles klar. Ich auch. Ja, good work. Für mich hängt es wirklich auf. Jetzt bist du wieder so ein Albino-Skorpion von Fallout New Vegas. Ja, Skorpion war immer langweilig. Ich hab Steuerung vertraut gemacht. Aber der Skorpion ist viel leichter als die Tarantel, weil der kann nicht springen und nicht an Wänden, also nicht an Netzen hin und her hüpfen. Der kann nur recht offensichtlich markierte Löcher graben. Und das ist also voll easy. Ja, alles klar. Muss also nicht unbedingt gucken, wo der richtige Weg ist. Nicht unbedingt. Ja, ich weiß, als Kind fand ich halt immer den Skorpion sehr, sehr lame. So, man denkt sich so, ja, Skorpion, Stachel, stich. What the fuck is this? Ja. Das ist Mantis. Wie heißt, was heißt Mantis auf Deutsch? Gottesanbeterin. Oder Anbeter, ja. Gottesanbeter, ne, ja, genau. Ja, klar. Ja. Ich wusste es gerade echt halt nicht. Ja, kenne ich manchmal auch. Ach ja, und der Ort, aber nicht das Deutsche. Der Skorpion kann Gegner exekutieren. Oh, jetzt lernt er auch eine neue Fähigkeit, weil er frisst den Gottesanbeter. Neue Fähigkeit, Schneiden. Sie können nun ihre Scheren einsetzen, um sich durch abgestorbene Gräser zu schneiden. Ach so, ja gut, das ist... Das habe ich mir schon gedacht, dass das kommt, weil ich konnte die Gräser gerade mit der Tarantel nur umgehen. Das ist an sich sogar eine Sache, die ich ganz cool finde, dass sie gesagt haben, wir packen die Level-Elemente, mit denen beide Figuren interagieren können, auch in beide Level, sodass nicht jedes Level so aussieht, als wäre es nur für diese eine Figur gebaut worden, sondern es sind halt einfach zwei Insekten, die sich da durch den Untergrund kämpfen müssen. Und das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie Level sind, die für die gebaut wurden. Das finde ich tatsächlich sehr süß. Hey, wusstest du schon? Skorpione haben den VM-Zerschneider gelernt, nachdem sie Gottesanbeter getötet haben, ja. Ja, gefressen haben. Getötet und dann gefressen. Also hardcore. Natürlich. Hardcore, richtig brutal, so Metal. Ich muss ganze Zeit an die Rick and Morty-Folge denken, wo sie weggesäubert wurden. Ja, Morty, nee, du musst ihn wegsäubern, Morty! Du hast ihn weggesäubert! Was? Welche Folge ist das denn? Die The Purge-Folge. Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte die Folge, wo Rick den Menschen so Gottesanbeter-DNA gibt, damit sie Morty nicht mehr lieben. Und da verwandeln sich alle Menschen so Gottesanbeter. Ich erinnere mich an die Folge. Wo sie die Welt wechseln, die Dimension. Ich erinnere mich leider gerade nicht dran. Da war Folge, wo dort jeder ein Cronenberg wurde und ja, dann in der After-Credit-Szene, dann sieht man Cronenberg, Morty und Rick. Die dann. Ja, aber du hilfst ihnen so nicht, Mann. Das Ding ist halt, das ist die Folge, wo Morty möchte, dass. Wie heißt die nochmal? Sein Love Interest. Jenny? Ja, Jennifer. Echt? Glaube ich. Ja, ich glaube schon Jennifer, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo er will, dass Jennifer sich in ihn verliebt. Und dann gibt halt einfach Rick ihm so ein Mittel, was sie halt dazu bringt, dass sie ihn liebt. Aber dann meint er so, okay, pass aber auf, dass sie nicht erkältet ist, weil das verbreitet sich dann. Natürlich war sie erkältet und der Scheiß hat sie verbreitet und alle haben ihn geliebt und alle wollten ihn haben. Dann meinte er so, okay, scheiß drauf, ich habe Gottes Anbieterin DNA gemischt und bei denen ist genau das Gegenteil, wenn die lieben dich, dann fressen sie dich. Dann haben sich alle in Gottesanbeter-Menschen verwandelt. Und
Das ging halt von den Hosen, hat dann gesagt, okay, habe ich jetzt neue Mische gemacht, da ist irgendwie Elefant, I don't know, Ziege, einfach alles drin. Das ergibt halt Mensch. Das ist Frage, das überall waren in Kronbergs. Und dann haben sie halt die Welt gewechselt, weil sie das nicht mehr rückgängig machen konnten. Bloß in der Welt sind dann Rick und Morty gestorben. Und dann, seitdem leben sie dort. Erinnerst du dich an die Folge, wo sie fucking Dimension wechseln? Gibt's irgendwann eine nette Anekdote in einer anderen Folge, wo Morty Summer sein Grab zeigt? Genau. Das war die erste Folge von der dritten Staffel. Nein. Doch, oder? Als er das Grab... Ach nee. Ja, das war schon der zweiten. Ich wollte gerade sagen, so eine gute Szene ist zu... Nee, ich habe da was verwechselt, sorry. In der ersten Folge der dritten Staffel sind die ja dahin gegangen, um Ricks Portal Gun zu nehmen. Die erste Folge der dritten Staffel war auch gleich die beste Folge der ganzen Staffel. Ja. Ich bin auch nicht so ein Fan von dieser Pickle-Rick-Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Die dritte Staffel... Ich mochte die Action, ehrlich gesagt. Und dass die dritte Staffel auch mit dieser Obama-Folge aufhört, ist... Ach. Ich meine, das Finale der zweiten Staffel war so krass. Das war gut. Ich mochte die Finale von der dritten Staffel absolut gar nicht. Nee, ich auch nicht. Nee, die dritte Staffel ist auch nicht fertig. Die vierte Staffel, die jetzt kommt, ist quasi die zweite Hälfte der dritten Staffel, die noch vierte. Weil die haben es zu früh released. Die waren einfach, das war einfach Trottel. Mhm. Ja, man kann es irgendwie verstehen, weil der Hype halt echt groß war. Ich mag diese Szene in der Folge, wo sie auf dem Planeten sind, wo die in dieser Bubble leben, wo keiner sterben kann. Und die Kinder sich die ganze Zeit gegenseitig erschießen, so zum Spaß. Ja. Und dann machen sie die Bubble aus und das Kind hat zu seiner Schwester geschossen. Ja. Und die steht nicht wieder auf, weil sie jetzt wirklich tot ist. Das ist so geil. Dieser Gag war wirklich krass. Das ist heftig, ey. Holy shit, ey. Autsch. Weißt du... Und die Politiker regen sich darauf, dass Videospiele Gewalt verursachen. Nee, Rick and Morty ist schuld. Natürlich, Filme und Serien verursachen auch Gewalt. Skorpion, setzt Zerschneider ein. Das war sehr effektiv. Gibt's schon ein Skorpion-Pokémon? Ja. Wie heißt das? Das ist der Endboss, also der Endboss in Pokémon Ranger 2. Nicht der richtige Endboss, das waren Giratina und Palkia. War auf dem Boot, da war so ein Boss. Wie heißt denn das? Ich heißt. Ist so ein pinkes Ding, warte. Ein pinker Skorpion? Ja, lass mal kurz gucken. Das ist dieses Pokémon überhaupt noch? Ja, ein Spinnen-Pokémon gibt schon. Scarabor oder sowas ist doch eine Spinne. Ja. Bäh. Schulz! Nein, schon, es gibt jedes Tier irgendwie als Pokémon. Es gibt sogar Embryos als Pokémon. Einmal Pionskora und Drapion. Poste sie in den Discord-Chat hier. Ja, genau. Lass den langsamen Skorpion gegen einen Gegner kämpfen, der die ganze Zeit auf ihn chargt, was er nicht ausweichen kann und was fucking nochmal er nicht blocken kann, obwohl das Einzige ist, was er kann. Meine Güte, die Entwickler, ey. Tja, vielleicht musst du den einfach mit Schlägen. Okay, geht nicht. Der kann deine Schläge abblocken. Ja, er kann meine Schläge blocken, aber ich seine nicht. Das ist ja die Scheiße. Ey, Niklas, ich hab's gepostet. Was hast du gepostet? Ich muss mich gerade kurz auf diesen Schwein hier konzentrieren. Oh Gott! Dieser Move ist so kacke. Ich hasse dieses Vieh, ne? Das ist doch dumm. Ich kann nicht, mit der Spinne kann ich ja ausweichen, das ist kein Problem. Ich kann mit dem nicht ausweichen und kann es nicht blocken. Das heißt, ich werde getroffen. Toll, danke. Ich hätte so gute Ideen für den zweiten Teil von Dead Creatures. Das ist ja kein pinkes Ding, aber es ist wenigstens ein Skorpion, da hast du recht. Oh, die Entwicklung ist aber ganz schön hässlich. Du hättest gute Ideen für was für den zweiten Teil? Die zweite Idee für Deadly Creatures, okay? Das Spiel fängt an in einem Einfamilienhaus in Amerika. Du bist eine Tarantel, die aus der Toilette kommt. Funktioniert das so? Wahrscheinlich, das funktioniert wahrscheinlich. Und der muss dort erstmal aus diesem Haus entkommen. So, und währenddessen erlebst du so ein Familiendrama. So wie der Vater sie einfach verlässt.
Und dann bist du so im Mädchenzimmer und du musst irgendwie in die Haare des Mädchens kriechen, um die Tür zu verlassen und so eine Scheiße. Was weiß ich. Auf jeden Fall das erste Level wäre in ein Familienhaus und du machst so ein bisschen die Familie kehre, währenddessen sich der Vater trennt. Finde ich ganz cool. Kann man machen. Und wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Machen wir so eine Toy-Story. So weit hat er noch nicht gedacht. Ja, aber das erste Level, ein Familienhaus. Und wenn du im Garten bist, hast du so riesen Halme. Du kannst das ja THQ Nordic mal pitchen. Vielleicht machen die das ja. Wahrscheinlich. So, oh, du hast ein Spiel für uns. So, angenommen. Ich habe noch gar nichts gepitcht. Ich dachte, so läuft das aktuell bei THQ Nordic. Das ist wie bei Netflix. Das ist wirklich THQ Nordic, das Netflix der Videospiele. Ich habe da so eine Filmidee, es geht um. Gut! Nennen wir. Kein Problem! Ich bin immer noch gespannt drauf. Okay. Ich bin immer noch gespannt drauf, was THQ Nordic mit der Timesplitters Lizenz machen wird. Ich hoffe auf ein Remake Collection. Ja, die will ich auch haben. Aber ja. Aber hoffentlich hauen die neue Steuerung rein. Also man kann wählen, damit die alten nicht angepasst sind. Moderne Steuerung. Ich finde die Steuerung ist so schrecklich. Deswegen kann ich diese Spiele nicht spielen. Auf dem PC fand ich Timesplitters 2 voll okay. Kannst du spielen. Auf PC wahrscheinlich PS4? Ist es gut. Aber ich besitze, glaube ich, 1 und 2. Kann Timesplitters 2 auf PS4 kaufen? Nee, PC. Kannst du nicht, PC. Aber in Homefront Revolution gibt es irgendwie 2 Missionen aus Timesplitters 2, die du spielen kannst. Oh, okay. Alles klar. Daher weiß ich, wie es mit PC-Steuerung hat funktioniert. War das verzögert oder nicht? So wie auf dem PC. Wie kann man das erklären? Das spielt sich einfach kacke. Ja, das ist eine gute Taktik. Die nimmt es auf Amazon. Ja, du musst ihn einfach angreifen, bevor er diesen scheiß Dash macht. Dann kann er gar nichts mehr machen. Und vor allem ihn in eine Ecke drängen. Aber das ist auch eine der beliebtesten Taktiken in Bossfights. So, bist du platt. Oh, ich bin weg. Den Gegner in die Ecke drängen und nicht mehr rauslassen. Oh. Gute Alte. Oh. What is that? Oh, hey, eine Teleportation. Wo bin ich das? Ist es Spinny? Oh! Ja. Hey. Nee, glaub ich nicht. Das ist wahrscheinlich nur irgendeine No-Name-Spinne. Wäre aber interessant, nicht wahr? Das wäre cool, wenn die beiden gegeneinander kämpfen. Ja, ich weiß, es passiert noch. Ja, aber natürlich passiert das noch. Ja. Kann man dann da wählen, wie man spielen will? Weiß ich nicht. Also ich würde hier die Spinne nehmen, die ja, ist definitiv, aktiviert. Der Skorpion ist mir zu langsam. Diese Spinne hat mehr Reichweite als ich und kann mich deswegen die ganze Zeit treffen, ohne dass ich was tun kann. Und das geht mir so auf den Sack. Die Arbeit in die Spinne gesteckt und dann gemerkt, fuck, wir haben noch einen Skorpion. Oh, der Skorpion ist so scheiße. Der ist so langsam und hat keine Reichweite. Und weniger Leben als die Spinne, erstaunlicherweise, weil ich anscheinend mit dem noch nicht so viele goldene Dinger gefunden habe, wie auch immer die heißen. Ich hasse Walla. Das. Voila! Ich höre gerade irgendwie Leute in meinem Fenster. Der hat gerade Voila gesagt. Ach. Ich liebe mein Fenster. Du bist schon wieder da? Ja, natürlich! Was meinst du, warum ich so angepisst bin auf diesem Scheiß hier? Spiel mal auf live. Nein! Das ist fucking normal. Das ist für fucking Leute mit einer Hand. Aber es geht halt nicht, wenn diese Spinne die ganze Zeit vor, zurück springt und mich trifft und ich halt Angriffe spam ohne Ende, aber nix trifft. Du scheiß Skorpion, ich hasse den. Das Dark Souls des Creature-Genres. Nee, ich würde sagen, ich hätte gern einen besseren Controller als diese blöde Motion-Steuerung von der fucking Wii. Weil dann könnte ich die Angriffe auch viel besser timen und viel besser einsetzen. Willst du etwa sagen, dass die Wii einen schlechten Controller hat? Ich hasse die Wii, ey. Wirklich. Die Wii hatte zwei gute Spiele und den Rest kannst du knicken. Alles scheiße. Nein, welche zwei Spiele waren es denn? Das Mario Sportspiel, also Mario Strikers Charged Football. Und Dead Space Extraction. Dead Space Extraction. Und das war's. Mehr gute Spiele also, hatte die Wii. Es sind alle Leute eingeschlafen. Keiner hatte Bock auf dieses Spiel. Was ist mit Resident Evil Dark Souls Chronicles? Das ist dasselbe wie Dead Space Extraction, aber mit Resident Evil Skin. Dead Space Extraction war besser. Es ist einfach das exakt gleiche Spiel. So. Dead Space hatte wenigstens noch die Dead Space typischen Shooter-Mechaniken. Sprich, da hattest die Waffen aus dem
ersten Spiel und du hattest die Zerstückelungsmechanik. Und Resident Evil Darkseid Chronicles oder Umbrella Chronicles ist halt wie jeder Rail-Shooter. Ich glaube nicht, dass das eine besondere Resident Evil-Mechanik irgendwie drin hat. Zumindest habe ich nichts davon gehört. Hatte Dead Space Extraction auch die Stasis und ja. Chinese? Ja. Nice. Chinese hast du genutzt, um während... Das meine ich, was ist das für eine Scheiße? Chinese hast du genutzt, um während sich die Kamera, ist ja ein Rail-Shooter, automatisch bewegt, Items einzusammeln. Und mit Stasis konntest du halt Gegner verlangsamen, ganz normal, wie das immer war. Also es hat ja auch Level-Umgebungen aus dem ersten Teil und alles, also... Die haben sich richtig Mühe damit gemacht, mit dem Rail-Shooter-Spiel von Dead Space. Ich glaube, Umbrella Chronicles kommt da so nicht dran. Ich sterbe auch gleich schon wieder, also wollte ich nur mal so sagen. Ich bin tot. Niklas, wir sollten zu THQ Nordic gehen und Deadly Creatures 2 pitchen. Für die Switch. Nee, lass mal lassen. Lass mal lassen? Lass mal lassen. Ich habe gerade so absolut keinen Spaß mit dem Spiel. Es ist echt furchtbar gerade. Weil dieser Kampf mit dem Skorpion macht mir gerade so überhaupt keinen Spaß. Wenn es einfach nur um Gegner geht, die außerhalb meiner Reichweite sind, reinchargen, mich treffen, weil ich nicht ausweichen kann, getroffen werde, weil ich nicht blocken kann, getroffen werde, das ist blöd. Wir können es ja besser machen. Wir können es besser machen. Den Skorpion streichen wir einfach komplett. Dann bauen wir noch eine Skate-Maschine. Ja? Wie wäre es mit einem cooleren Insekt als ein Skorpion? Also eine Spinne? Ja, einfach den Skorpion rauslassen. Wir spielen eine Schlange und eine Spinne. Und eine Schlange zum Beispiel, ja, auch nicht schlecht. Die Schlange frisst jeden Gegner auf, den sie findet. Also einfach so, ne? Einmal so schnell so schnopp und weg. Also sind Schlangen, ja. Ah, du hast eine Kapazität, von wie vielen Gegner du essen kannst. Und dann musst du dich irgendwo hinlegen, damit du sie verdaust, aber dann bist du angreifbar. Du hast das schon durchdacht. Nee, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel jetzt tatsächlich so anstrengend wird. Ich dachte, ich schaffe heute irgendwie 5 Kapitel. Wenn ich Glück habe, schaffe ich vielleicht 3, wenn das so weitergeht hier. Aber ich bin ja noch ziemlich am Anfang von dieser Stage und ich krieg diese Gegner einfach nicht tot. Hast du morgen was vor? Ja, ich muss morgen arbeiten, wie jeder andere Mensch auch. Um wie viel Uhr? Um 5 muss ich aufstehen. Ja, du ziehst es heute durch. Nee, mach ich nicht. Das letzte Level ist halt echt cool. Du kommst nachher in eine Siedlung. Ja, glaube ich. Momentan muss ich mich mit diesem mega uncoolen Gegner auseinandersetzen. Von daher. Das ist der Knopf, okay. Der Knopf macht das jetzt schon nichts. Ach, das ist hört ihr mich? Hört ihr mich? Okay. Das sind schon wieder diese Asiaten mit Koffer. Warum haben die alle Koffer dabei? Ich bin irgendwas auf der Spur. Ich sitze am Fenster und rauche eine, by the way. Deswegen. Du musst die von hinten angreifen. Ich kann die nicht von hinten angreifen, das ist eine Badagame. Die hat Stacheln auf dem Rücken. Falls du es nicht gesehen hast. Du hast auch einen Stachel, du schaffst das schon. Ja, stimmt, Stachel habe ich auch. Ich sehe auch gerade richtig viel. Kannst du nicht auch Kontern angreifen? Was? Kannst du nicht auch Kontern denn angreifen? Nein. Kontermove, was erwartest du von dem Spiel? Ich glaube, es kommt aber noch. Ich erinnere mich an den Konter. Der Badagame hat vielleicht Stacheln auf dem Rücken. Aber du hast einen Stachel am Schwanz. Wehe, du stirbst jetzt, Mann. Wehe. Ja, was soll ich denn machen? Hast du gerade gesehen? Ich konnte nicht mal sehen, wie der mich umgerannt hat, weil die Kamera es mir nicht zeigen wollte. Jetzt mach. Konzentrier dich. Du schaffst das. Bin tot. Nein, du lebst. Nee, ich bin tot. Ich komme nicht damit zurecht, wie dieser Kampf mit dem Skorpion funktioniert. Das ist eine absolute schreckliche Gameplay-Erfahrung für mich gerade. Ich finde es wirklich widerlich. Tja, was soll ich dazu noch sagen? Es ist einfach. Ey, nein, wir machen mal einen Teil, dann machen wir eine Netflix-Doku dazu und zeigen unseren Abstieg, unseren emotionalen. Und überall im Studio sind Tiere. Wir lassen so Taranteln frei rumlaufen. Dann wird jeder Spielejournalist darüber schreiben, wie krass unser Spiel ist, weil wir wissen halt einfach, wie die ticken.
Die bauen auch so eine Maschine, damit man sein Gehirn. Nein, wir machen einen auf die. Nein. Doch, wir bauen das Gerät aus der Fliege nach. Und stecken dann einen Typen rein. Und gucken, wie er sich verhält, wenn er ein Skorpion ist. Nee, in unser Spiel kommt kein Skorpion rein. Okay, dann paaren wir mit einer Schlange. Und dann müssen wir dir mal so richtig große Rinder bringen, damit er die essen kann. Wie wär's denn mit einem Schmetterling? Wow, das ist eine gute Idee. Deadly Butterfly. Man muss in so einen Bienenstock reinfliegen. Und dann, also du fliehst von so einem Vogel haben. In einen Bienenstock und musst dann aus dem Bienenstock entkommen und sowas. Ja, aber die Tarantel ist halt schon sehr cool. Die will ich eigentlich wieder haben. Ja, die kann auch, aber du kannst halt so, mit dem Schmetterling kannst du so Stealth machen. Ja. Das wäre, glaube ich, auch ganz witzig. Oh, und wie cool wäre es, wenn du stirbst, dann siehst du so einen Kokon und dann wird einfach ein neuer Schmetterling geboren. Ja. Ja. Und wie einfach ich schon, der Pitch nimmt Form an jetzt. Kann ich den von der Seite angreifen? Oh, und wir bauen das so ein. Das ist einfach so geil, ich kann nichts dagegen machen. Ich muss das doch blocken können, mach das nochmal. Okay, wir lassen dich einfach mal, okay? Nee, es ist auch schon wieder vorbei, ich bin fast schon wieder tot. Ich kann dieses Vieh nicht besiegen. Ich hab das als Kind geschafft. Ja, das hat ja damit nichts zu tun, du hast vielleicht Glück. Ich für meinen Teil bin bei diesem Gegner einfach überfragt. Er ist schneller als ich, er kann mich angreifen. Schon tot? Ich kann ihn nicht blocken, während ich ihn nicht blocken kann. Ich verstehe nicht, wer bei dem Team dachte, dass das gute Spieldesign ist. Also, dass es Spaß machen könnte. Halt, du musst halt ein Spiel haben, wenn es herausfordernd ist, das fair ist. Und das ist ja nicht mal wirklich schwer hier, weil ich habe halt vorne rein keine Chance. Ich weiß nicht, ich finde das gerade echt eine ganz, ganz blöde Stelle. Und ich lass kann den auch leider auch nicht ignorieren. Die meisten Gegner kannst du ja sonst auch ignorieren. Lass mal in Deadly Creatures 2 so einen Tim-Mode einbauen. Der heißt auch einfach Tim-Mode, zusammengeschrieben. Und das ist einfach Kontrast auf 1000. Ja, ja, Farben! Ja, überall sind da so richtig krasse Farben und... Ja. Alles klar. Auch Blumen reinhauen dann so, oh ja. Haben sie das wirklich gemacht? Was? Haben sie das mit den Kontrast und den Blumen etc. wirklich gemacht im zweiten Teil? Oder? Ne, es gibt ja keinen zweiten Teil. Achso. Okay, ich dachte, ich mach es heutzutage auch immer so. Wenn ich ein großes Spiel spiele, dann spiele ich nur dieses Spiel. Ich spiele kein anderes Spiel währenddessen. Was heißt denn ein großes Spiel? Ja, ein AAA-Spiel, was ein paar Stunden geht. Ach. Eigentlich auch kleine Indie-Spiele tatsächlich. Wenn ich da richtig drin bin, aber sonst. Eigentlich immer. Okay, ich habe noch eine Idee, was ich machen könnte. Ja, stimmt, das könnte sogar funktionieren. Dann kriege ich vielleicht eine Exekution hin. Das probiere ich mal aus. Ändert aber nichts daran, dass der Typ mich chargen kann, zweimal hintereinander, und ich keine Chance habe, dem auszuweichen. Es gibt noch so ein Spiel, Bad Mojo. Ja, da spielst du eine Kakerlake. Aber das ist aber ganz anders als. Das ist auch viel ekliger als Deadly Creatures. Das ja, ist so scheißegal. Das ist so ein Harvester-Spiel. Ich weiß, aber trotzdem ist es. Also das Konzept ist ähnlich. Außer dass du Menschen spielst, der in eine Kakerlake gezogen wird. Wie viel hält dieses Scheißspiel aus? Ja! Oh, hast du ihn vergiftet? Ja. Kannst du sagen, wenn du ihn erledigt hast? Was? Ich habe ihn gerade besiegt, ja. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht wieder an dieser blöden Spinne sterbe. Kann man Cutscenes überspringen? Ich glaube nicht.
Aha. Fuck are you? Oh, da ist er von der Decke gefallen. Oh, die hat keinen Bock. Mit Gift ist das Spiel auf einmal so einfach. Okay. Wo muss ich denn hin? Ich soll die Tarantel finden. Hä? Mein Abenteuerziel ist jetzt, die Tarantel zu finden. Ist der Typ echt einfach hinter das Spinnenherr, der Skorpion? Ist das so ein genozidialer Typ? Mit meinem Stachel rotte ich alle Spinnen aus. Ah, ihr habt Glück, ich kann gerade speichern. Das heißt, wir müssen nicht nochmal gegen das Mistvieh kämpfen. Seid ihr noch da? Hallo? Moment. Hallo? 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 Oh, jetzt höre ich wieder. Jetzt habt ihr auch nicht mehr gehört? Nö. Ja, ich habe niemanden gehört. Waren irgendwie alles stumm. Ich habe gewonnen. Ja. Ich bin einfach in den Stream gegangen und guck, ob du noch redest. Ich hab den Ton angemacht. Oh nein, du kämpfst schon wieder gegen so ein Vieh. Egal, ich hab gerade gespeichert. Wenn ich jetzt sterbe, muss ich nicht nochmal gegen das andere kämpfen. Kannst du sagen, wenn er gewonnen hat, damit ich weiß, wie die Latenz ist? Wenn er gewonnen hat oder wenn ich gewonnen habe? Ja, wenn du, egal. Ich gewinne ja auch hier. Der reagiert gar nicht auf dich. Ja, der ist gerade richtig schlecht. Ach, C. Execution. Wow, ich habe gespeichert, während ich eine Exekution mache hier. Ja, okay, und der Tänzer ist nicht so. Scheiße. Ja, jetzt ist tot. Jetzt gerade ist gestorben. Wir haben gerade in seine Fresse gepiekst. Aua, das ist ganz schön brutal. Als ob ein Skorpion sowas tun würde, ne? Und der hat geblutet und das Spiel ist ab 12. Oh. Blut. Blut. Aber es ist nur Tierblut, das ist okay. Ah. Trink mal kurz einen Schluck. Komm, noch Wasser hier. Aber kennt ihr das, wenn ihr ein PC-Upgrade gemacht habt und dann erstmal zu Spielen zurückgegangen seid, die euch bei euch nicht so gut liefen, um zu gucken, was sich verändert hat? Ja. Was man ja generell machen sollte, um halt zu schauen, ob das überhaupt was gebracht hat und so, ob man das richtig gemacht hat. Und habe ich auch gemacht mit der PC-Version von The Evil Within 2 vorhin. Weil ich habe die mittlerweile, weil die richtig hart discounted war. Und ich hatte ja das Spiel vorher nur über das PS4-Pressemuster gehabt. Und ja, ist halt einfach heftig, wie viel besser das jetzt läuft. Du kämpfst viel, viel mehr mit dem Skorpion. Ja. Ah. Das sowieso. Die Spinne ist so viel cooler. Ich mag Spinnen auch an sich mehr als Skorpion. Nee, ich muss Skorpione besser finden, das ist mein Sternzeichen, okay? Ich dachte, dein Sternzeichen ist. Warum gibt's keine Spinnen-Sternzeichen? Nee, warte mal, wann bist du geboren? Im November. Das kriege ich immer wieder durcheinander. Das September, September sind Leute Jungfrau. Und ich bin. Nein, ich bin am letzten Tag des. Also 22. November, da endet Skorpion. Und ich bin dort geboren. Das siehst du. Und mein japanisches Sternzeichen oder so, Geburtsjahr, ist Tiger. Oh. Wegen Spider-Man wahrscheinlich. Schnapp sie dir, Tiger. Ja. Ich bin Skorpion-Man. 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 Ja, dann bin ich hier. Ich bin Stier vom Sternzeichen. Ich bin Stier-Man. Nice. Wir könnten alle so Spider-Man-Bösewichte sein. Den Skorpion gibt es ja. Stimmt, den gibt's wirklich. So, das ist mal Spider-Man 3 streamen. Das Spiel ist crap bis auf das Schwingen, weil das Schwingen macht echt Spaß. Aber ich habe doch schon ein Spider-Man-Spiel. Ja, aber ich mag das Schwingen in Spider-Man 4 nicht so gern. Es erinnert mich zu krass, also wirklich zu krass an die Amazing-Spiele.
Das Einzige, was das Spiel richtig gut macht, ist dieses Boosten. Das macht Spaß. Ladevorgang. Und gleich musst du wieder mit dem Badagam kämpfen. Ja, hast du schon gesehen, ne? Guter Freeze-Frame, ey. Erstmal mache ich hier eine krasse Execution. Die Quicktime-Events zu machen ist übrigens richtig scheiße in diesem Spiel, weil es gibt keinen Effekt, die dir sagen, wann das eingeloggt ist, also bis auf das Grüne. Das heißt, ich wobble hier im Prinzip die ganze Zeit, bis ich sehe, dass es irgendwie... Was hat der da gemacht? Hat der Blut gespuckt gerade? Lass mal drauf achten. Badagame macht gleich irgendwas Komisches. What the fuck? Ich wurde halt die ganze Zeit. Ganz komisch, ja. Ja, wahrscheinlich, weil ich hier Löcher reingepickt habe. Badagame sieht, glaube ich, ein bisschen an. Sieht der Badagame ein bisschen anders aus, oder jetzt nur, bin das nur ich? Move freigeschaltet, Schwanz-Schlag-Kombi. Kombis ist auch ganz schlimm, dass das so nennt. Schwanz-Schlag. Schwanz-Schlag-Kombis. Ich habe jetzt einen Skate 3 Soundtrack im Hintergrund angemacht. Also auf die Größe von Millionen aufnehmen. Wo leben die nochmal? Überqueren sie die Oktopus-Schlucht. Warum heißt denn die so? Da wird es ja wohl kaum Oktopie geben. Oktopie. Dieses Spiel hat irgendwie etwas gemeinsam mit Sonic Unleashed. So, die Hälfte des Spiels ist so ganz nett. Und die andere Hälfte des Spiels ist echt scheiße. Eins der besten Sonic-Spiele. Weil du nicht diesen langweiligen Plattformer spielen musst. Ah. Ganz ehrlich, 2D-Sonic ist echt langweilig. Und doch scheiß unfair. Man sagt immer, ja, dann lerne noch diese scheiß Stages auswendig, ja. Dann gibt mir ein richtig cooles Level-Select-Ding. Damit ich immer alles repeaten kann. Dann akzeptiere ich die Scheiße. Mach es wie Mirror's Edge. Warum machen sie nicht so ein Rewind-Feature rein? Das war auch eine coole Idee. Also so optional, wenn du halt Bock hast, eine Stage zu lernen, gehst halt in die Stage rein und dann kannst du halt rewinden. Wäre jetzt bestimmt ich das auch Platt- Aber das Plattforming-Ding ist halt auch, ich mag das nicht. Sonic spielt sich so floaty. Okay, ja, von 1 bis 3 ändert sich was. Und der ändert sich halt nur die Floaty-Qualität. So, also in 3 ist er anders floaty als in 1. Und ach, ich find's immerhin gut, dass wir demnächst dass der Super Mario Brothers Film demnächst endlich seinen Pendant bekommt aus dem Sonic-Bereich. Weil ganz ehrlich, ich mochte den Super Mario Brothers Film. Nicht, weil er eine gute Adaption der Spiele ist, sondern einfach, weil er verdammt lustig ist. Da passieren so weirde Sachen. Es wirkt einfach so eine Blade Runner Welt und mittendrin sind einfach Mario und Luigi. Ja, es ist fantastisch. Mario! Hast du ihn mal gesehen, den Film? Nee, noch nie. Kann man den? Ich hätte ihn auf Tele 5 gesehen. Ich war echt überrascht, wie Spaß ich den. Ja. Heftig, aber es wirkt auch wie so ein Tele 5, also wie so ein Film, ja, den Tele 5 zeigen würde. Aber ja, ohne Scheiß, der macht richtig viel Spaß. Man erwartet, der ist ja echt nicht schlecht gemacht so. Es ist einfach überhaupt nicht Mario. Nicht mal 2D-Mario im Mario-Film. Mensch, Nintendo konnte 2D-Mario echt nicht leiden damals. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe, aber ich soll ja nur über die Oktopus-Schlucht. Ich habe sie nur noch nicht gefunden, glaube ich. Wahrscheinlich ist das die Oktopus-Schlucht, weil sie viele Arme hat. Das könnte sein. Vielleicht ist das der Grund, warum die so heißt. What the? Was? Ich glaube, es gibt ganz viele falsche Wege und es gibt einen richtigen Weg. Bei den falschen Wegen sind halt richtig viele Goodies und der eine richtige Weg halt nicht. Zum Teufel ist denn das hier?
Was habe ich hier gebuddelt? Ja, keine Ahnung. Wow. Aber es gab ja noch einen anderen. So bevor es wirklich so ein echtes Skorpion, dann steht er so vor dem Bullet und denkt sich, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Ich gehe wieder zurück. Skorpion denkt ein Glück nicht viel. Oh, Gottesanbeter. Yeah. Execution, asshole. Na, guck mal, aber der hier blutet gelb. Das heißt, es ist gar nicht so brutal. Das ist auch ein bisschen unrealistisch, weil wir mit Gottesanbeterin rot bluten. Die bringen so viele Punkte wie eine Bardagame, sind aber 10-mal leichter zu besiegen als eine Bardagame. Also war schief gelaufen beim Ausbalancieren. Guck mal, wie die Dose gleich fällt. Was ist denn das? Ja. Das Schöne ist, ich habe jetzt auch so einen Dash bekommen wie dieser blöde Bardagame-Penner. Ja. Die Dose hätte auf mich raufrollen sollen, ganz normal, und fällt einfach da zur Seite weg. Das ist eine Brücke, Niklas, das ist eine Brücke. Ja, ich weiß, habe ich auch gerade verstanden. Ich muss mich hier konzentrieren, Jesse. Das ist ein schweres Videospiel, wie du vorhin gesehen hast. Um einen auf den anderen Moment kann die Stimmung kippen. Hallo? Oh, hier sind noch ein paar Ratten. Oh. Das ist irgendwie anticlimactic. Ach, es lädt. Rennst du hin, ey? Was lädt das Spiel? Ich weiß nicht, die nächste Stage, schätze ich. Den Kampf gegen diesen Ratten hat das Spiel geladen. KI muss erstmal berechnet werden. Wahrscheinlich. Es war auch nur eine Ratte. Er waren sich eben gerade drei. Ja, aber die anderen sind abgehauen. Irgendwie finde ich es gerade scheiße, dass du den Raum verlässt. Verlässt du den Raum? Ja. Da sind nämlich ganz kleine, so ein paar Wege. Ja, ich glaube auch, dass da irgendwas war. Mann, jetzt muss ich zurückgehen, du Arschloch. Ich habe auch gesehen, dass da irgendwas ist. Aber ich glaube nicht für mich. Weil hier nichts ist. Nee, hier ist tatsächlich nichts so. Sieht nur so aus. Als wäre da was. Nichts gutes Level-Design. Nicht sind mal gegenüber deines Weges, wo du eigentlich lang gehst, da rechts? Nee. Eier. Kennt ihr das, wenn ein Videospiel dir ermöglicht, den Weg wieder zurückzugehen? So. Das hat nichts mit der Story zu tun, aber du gehst einfach zurück. Warum liegen da Vasen? Egal. Was? Das sind irgendwelche Kokons oder Eier oder sowas. Okay. Auf jeden Fall. Finde ich das immer richtig gruselig, irgendwo in einem Raum zu sein, den du schon geklärt hast. What wo du einfach wieder zurückgehst. Fuck is this? Sieht aus wie so ein Dead Space Level hier. Ja. Hörst du schon die gute Soundkulisse? Ja. Twinkle, twinkle, little star. Your wife is dead. I say haha. Ich finde, das ist eine nette Anspielung, dass die Kapitel von Dead Space, also im ersten Teil die 12 Kapitel, wenn man da die ersten Buchstaben von den Namen der Kapitel nimmt, dann ergeben die den Satz Nicole is dead. Oder im Deutschen Nicole ist tot sogar. Das haben sie einlokalisiert. Das finde ich sehr sympathisch. Das heißt, irgendwer muss dem Lokalisierungsteam in Deutschland ja gesagt haben, dass dieser Gag da drin ist und dass sie das am besten so lokalisieren sollten. Muss ja passiert sein. Bist du noch da? Oder die waren einfach sehr klug.
Oder sie war einfach sehr klug. Also es war so zufallmäßig. Es war halt fair genug. Es war... Ja, die das ich frag mich ja wirklich, ob es einen Menschen auf der Welt gibt, der Dead Space das erste Mal gespielt hat. Und dann, als er ins letzte Kapitel kam und rausgefunden hat, wie es heißt, gedacht hat, okay, das letzte Kapitel heißt Dead Space. Moment! Und dann wirklich sein Hirn zusammensetzt in diesem Moment, dass die Anfangsbuchstaben das ergeben. Ich frage mich, ob es einen Menschen auf der Welt gab, der bei dem das so passiert ist. Locker. Das wäre heftig, ey. Stell dir mal vor, was für einen Schock du dann hast, wenn du da sitzt. Denkst du, oh shit. Oh man. Das Spiel ist in meinem Kopf. Wusstest du, dass die Ratchet & Clank-Spiele bis zu dem PS3-Teil mit 60 FPS laufen? Und Ratchet & Clank auf der PS4 mit 30? Bis zu den PlayStation 3-Teilen? Das heißt, auch auf der PlayStation 3 lief es mit 60 FPS? Ja, alle. Ich weiß nicht, also die Trilogie auf der PS3 schon. Ich weiß nicht, ob diese bis, also dieses All 4 for 1 und... Es gab so viele Nexus Q und so, es gab so viele Ratchet Clank-Spiele auf der PS3. Ich glaube, es gab drei von Insomniac, so diese Trilogie, und dann gab es, glaube ich, drei von irgendwelchen anderen Leuten. Und ich glaube aber, diese Original-Trilogie, so Quest for Booty und, I don't know, noch irgendeine Sex-Anspielung, die liefen alle mit 60 FPS, das weiß ich. Ja, ich war aber schon so ein bisschen enttäuscht, dass das PlayStation 4-Spiel nicht mit 60 FPS lief. Ja, ne? Das ist krass. Ich verstehe es nicht. Dass sie damals so, also auf der PS2 auch. Die Priorität war da. Nee, dann dürfte ich alles mit fast 30. Die gibt so viele Spiele. Ja, PlayStation 4 ist irgendwie so eine heftige 30 FPS-Konsole. Ich meine, auch auf der PlayStation 3. Ja, Titanfall 2 lief mit 60 FPS. Ja, so ein paar Ausnahmen. Die Call of Duties laufen auch alle immer mit 60 FPS. Die müssen halt. Aber Ratchet & Clank, fucking Crash, lief auch nur mit 30 FPS. Ja. Bound lief mit 60 FPS. Bound lief mit 60 FPS, ja, aber ich meine, ich habe Dantes Inferno auf der PlayStation 3 gespielt, lief mit 60 FPS. Ich glaube, God of War läuft auf der PlayStation 3 auch mit 60 FPS und auf der PS4 nur noch mit 30. 3 meinst du? Nee, 3, ja. 3 auf der PlayStation 3 und das neue dann, also God of War 4 auf der PlayStation 4. Aber God of War 3 gab es auch auf der PS4. Ja, da läuft es bestimmt genauso wie auf der PlayStation 3 mit 60 Bildern. Kann ich, aber das wäre auch heftig, wenn sie das nicht nochmal hingekriegt hätten. Aber es gibt aber auch ein paar Spiele, die diesen Performance-Modus haben. Okay. Ja, der Performance-Modus von der PlayStation Pro zählt nicht. Tut mir leid. Ja, ich wollte nur sagen, das Standardmodell. Es gibt ja Final Fantasy 15 ja auch einen Pro-Modus. Und die PS4 Pro-Version ist die am schlimmsten zu spielende Version. Weil die Pro-Version hat einfach so eine unstabile Framerate. Du erreichst jetzt die FPS gerade mal so, wenn du irgendwie stehen bleibst, auf dem Boden starrst. Ja, das ist aber bei God of War genauso. Das hat auch so ein. Der Pro-Modus ist quasi der Uncapped Framerate-Modus, aber du bist eher so bei einer Spanne von 38 bis 52 und das ist ganz unruhig. Aber es gab auch schon vor der Pro-Modus. Infamous hat das auch, das hat auch, du konntest mit Caps. Ja, es gab auch, genau, es gab das, Neo hatte das. Aber ich habe 60 FPS-Modus war tatsächlich gut, also der funktionierte gut. Bei Infamous weiß ich es nicht, ich glaube, es ist immer unterschiedlich gespielt. Manchmal habe ich uncapped gemacht, manchmal capped. Weil ich mag ja Infamous, du magst ja Infamous nicht, also. Nee. Ja. Ich mag das Konzept sehr. Ich hätte Bock auf einen dritten Teil. Oh, please. Also, doch schon. Nee, muss nicht sein. Doch. Wir sind so unterschiedlicher Meinung. Ich fand, das Spiel sah wunderschön aus. Also, die Juridik gut gespielt. Die Kräfte waren fantastisch. Fuck. Wenn du irgendwann über diese Stadt fliegen konntest, okay, eher gleiten, aber es war schon nice. Ich möchte nur festhalten, ich mache das mehr an Infamous 1 fest als an Infamous Second Son. Ja, ich habe Infamous 2 und finde ich nicht unbedingt schlimm. Das hat mich halt nur ab einem gewissen Punkt irgendwann gelangweilt. Infamous 1 finde ich so grässlich. Ja, Infamous 1 ist auch nicht so gut, aber Infamous 2 ist... Ja eben, ich fand 1 so grässlich, dass ich 2 nicht mal mehr ausgepackt habe, sondern direkt wieder in die Versandtasche gesteckt und zurück. Infamous 2 hatte so coole Momente, zum Beispiel wenn es auf einmal angefangen hat zu Blitz und Donnern und du hast einfach den Blitz aus dem Himmel gezogen. Das war krass. Das Ding ist nur, Infamous 2 war richtig ruhig.
Die haben irgendwie vergessen, die Umgebungssounds hinzuzufügen. Du bist einfach durch die Stadt gegangen, ist einfach nicht so. Du hast manchmal ein Auto vorbeifahren hören, aber es existierte dann auch. Du hast eigentlich nur das gehört, was auch existierte. Da waren keine Fake-Sounds. Und das, die Stadt wirkte dadurch so ruhig und leer. Ja, das war ganz schön kacke. Aber sonst mochte ich Infamous 2. Aber Second Son hat mich halt... Ja, 2 ist halt ganz okay. Als Kind mochte ich es, aber Second Son mochte ich viel, viel mehr. Ich komm das schon war, wissen. Wie heißt nochmal der Typ aus Second Son? Ich hab keine Ahnung, mein Dylan? Dylan oder so, ich komm mit dem schon nicht zurecht. Der sieht so scheiße. Ja, der war... Seiner der blöden war nicht so cool. Mütze, ich hasse ihn. Sein Design fand ich eigentlich ganz cool, oder seine Art war jetzt sehr langweilig. Und auch wie sein Bruder gestorben ist, war so richtig lustig eigentlich. Ich mag die Menschen, die die Mütze so tragen, wie der das macht. Ich finde das total bescheuert. Und auch diese Festival of Blood habe ich nie gespielt, aber ich wollte es halt immer spielen. Auch diese Good Guy, Bad Guy Geschichte, so, wo du triffst dann ja diese Frau, die du später im Standalone Add-on spielen kannst. Und so auf Good Guy, weiß nicht, was passiert, aber hab dann so Bad Guy gewählt und dann haben die beiden halt miteinander gebumst, weil ich halt so ein geiler Bad Guy bin. Da dachte ich mir so, ach Leute, das ist alles das so. Das Ding ist, das DLC war eigentlich richtig cool, ich mochte das. Es war, du hattest ein kleineres Areal, so, du hast nur eine Stadthälfte gehabt. Du hattest aber einen coolen Challenge-Mode. Wenn du sogar Infamous 1, also Infamous 2, also Second Son 3 besessen hast, dann konntest du sogar als Cole dort spielen. Das war echt ganz nett. Und, ich weiß, ob es immer noch geht, aber Second Son hatte so ein Minispiel. Und das war plattformübergreifend, sag ich mal. Du musstest es auf dem PC spielen. Und ich habe mich gefühlt wie ein echter Detektiv. Weil du musstest Seiten öffnen, diese Seiten durchforsten. Und das musstest du so richtig lange machen. So, du hast 5 Missionen davon. Und dann hast du einfach eine Autos freigeschaltet. Ist eigentlich, macht niemand, glaube ich, aber ich habe es gemacht ohne Tutorial. Und es war, ich glaube, ich saß eine ganze Nacht daran, um diese Scheiße zu lösen. Ja, ich weiß, ob es noch geht, ob die Seiten offline sind. Das ist eine witzige Anekdote. Entdecken Sie einen neuen Weg ins Brachland, okay. Soll ich dir mal was aus Days Gone spoilern? Und klar, ich würde sagen, Cole McGrath ist scheiße langweilig gewesen. Das war dieser 0815. Nullerjahre, Dude. So Glatze. So sah halt echt jeder aus. Aber er hat auch die Persönlichkeit. So wie er aussah, so war auch seine Persönlichkeit. Meine. Kurze Frage. Ich bin wirklich ein Propellerschlag. Willst du das gerade Days Gone spoilern? Sag. Ja. Days Gone geht ja primär darum, dass dieser Typ, den man spielt, Deacon St. John, also, ja? Dieser Name ist safety. Es gibt einen Charakter in dem Spiel, der nur dazu da ist, sich über seinen Namen lustig zu machen. Mal abgesehen davon. Aber das ist mein Lieblingscharakter eigentlich im Spiel, stirbt aber noch. Oh, Spoiler. Was ich erzählen wollte ist, es geht ja primär darum, dass Deacon St. John versucht, seine Freundin, also seine Frau, die er glaubt, dass sie gestorben ist bei der Flucht aus der Stadt, damals hat die Apokalypse losging. Darf ich fragen, sie zu finden? Zombie. Bitte? Sie ist ein Zombie. Nee, sie lebt. Also er findet sie irgendwann, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Aber dadurch diesen Infamous Second Son-Moment beim Spielen, es gibt dann den Moment, wo sie sich halt wieder getroffen haben, ne, und sie müssen erstmal so ein bisschen zusammenfinden, weil sie haben sich auch 2 Jahre lang nicht gesehen. Und dann gibt's diesen unglaublich schlechten Moment, so, es ist draußen schneit, es wird langsam dunkel, sie schaffen den Rückweg nicht mehr zu ihrer Hütte und müssen deshalb, also zu ihrem Lager, und müssen deshalb in so einer Hütte im Wald übernachten, und dann sind ihre Sachen alle nass und sie liegen schon so in Unterwäsche zusammen vorm Kamin, und du denkst dir so, gleich ziehen die sich aus und treiben sie wie Kaninchen, und was passiert? Oh, es ist so schlecht. Und genauso hatte ich das, genauso ein Gefühl hatte ich bei Second Son damals mit dieser Szene, wo ich die Frau rumgekriegt habe, weil ich so ein cooler Badass bin. Das wollte ich doch kritisieren. Infamous hat so ein richtig veraltetes Choice-System, denn es war auch schon in den ersten beiden Teilen kacke. Weil eigentlich hast du nur einmal Entscheidungsfreiheit. Das war das erste Mal. Weil, wenn du jetzt, sag ich mal, beim ersten Mal gut wählst, müsstest du eigentlich, also du solltest nur denn die guten Entscheidungen treffen. Weil wenn du es nicht tust, werden dir richtig viele Skills verweigert. Und da kommst du nie ran. Und das ist so ein Bullshit. Du kommst nicht mal
am Ansatz einer der Skills ran. Die werden Skills blockiert. Es ist ein Bullshit-System. Ich verstehe nicht, warum die es einfach übernommen haben. Weil du kannst auch irgendwie keine coolen Skills. Keine Ahnung, du kannst nicht irgendwie Skills cool nutzen oder kombinieren, wenn du gute und böse Fähigkeiten hast. Geht nicht. Am besten echt, du gehst nur auf den bösen und den guten Weg. Dann hast du einfach alle guten Fähigkeiten und alle bösen Fähigkeiten. Wenn du mich beides nimmst, hast du einfach einen Mischmasch aus beiden und du kommst nie auf die coolen Skills aus. Du hast einfach nie coole Fähigkeiten. Und es ist so ein Bullshit. Ich verstehe es nicht. Das müssten sie in Infamous Third Son. I don't know. Bitte nicht. Bitte nicht. Doch, ich hab Bock. Ich will das spielen. Hoffentlich ändern sie das da. Weißt du, Infamous ist nicht mal so eine Reihe, wo du irgendwie mal alle drei Tage liest, irgendwie so einen Artikel von irgendeinem, IGN-Redakteur. Warum ist sie nicht wieder da? Also keiner interessiert sich dafür. Nö, aber ich hätte Bock drauf. Also ich würde spielen. Die Fähigkeiten waren auch krass. Die haben es auch nicht gespoilert. Die haben nur zwei Fähigkeiten gezeigt. Die Wirklichkeit gab es vier. Es gab Rauch und Neon wurde im Marketing vermarktet. Das war klar. Also gab es halt noch Computer. Video. Ja, Computer. Video halt. Und Stein. Stein war so ein bisschen nutzlos, aber Video war halt richtig nice. Wie war denn Stein nochmal nutzlos? Dann hat er einfach nichts gebracht, wenn du das Video gespielt hast. Konnte man sich nicht mit Stein irgendwie so richtig cool rollen? Oder? Ja, du konntest in so einen Steinmenschen verwandeln und konntest rennen. Das war ja cool. Also du konntest aber auch schnell dich in Neon verwandeln. Schneller. Ich hab Infamous zweimal durchgespielt. Einmal im Guten und einmal im Böse. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Habt ihr gerade mal die Framerate hier gesehen? Ja. Nee. Das ist die Framerate drop gerade. Was für Hölle. Die war gerade nicht so geil hier an dem Ort, wo ich bin. Ach du Kacke. Aber jetzt geht's wieder. Hat sich wieder gefangen. Was soll das mit dem Minus-Button und so weiter und dem Totenschädel? Der Minus-Button zeigt. Achso, das ist. Der sagt mir nur hier, du hast ein neues Galerie-Dingens freigeschaltet. Macht man das in der Galerie-Ding auf? Das ist quasi eine Push-Benachrichtigung. Mach die Push-Benachrichtigung. Nimm sie an. Akzeptiere sie, nimm die Bahn. Oh, guck mal, da sind unsere beiden Typen. Bin auf was gestoßen. Da sind wieder Menschen. Das ist so heftig, das ist Menschen. Da ist ein Griff. Oh, die haben. Sie heben ich die hab ihn. Sie haben die Truhe gefunden. Oh Gott, da unten ist eine tote Echse. Na, wo sollte sie sonst sein? Und du bist hier die Spinne. Komm her, Baby, komm zu Papa. Hat die Schatzkiste gefunden. Hey, lass mich mal sehen. Der eine erschießt jetzt den anderen einfach so. Geil, Batz! Mein Gold. Was glaubst du, wie viel hier drin ist? Genug. Ja. Ich hab's gewusst. Oh. Nur nicht genug Gold für alle. Naja, er hat ihn erschlagen. Okay. Ja, aber trotzdem. Und sie haben es nicht mal gezeigt. Nee, weil es ist ja ab 12, Jesse. Aber sie haben immer die Sound. Das ist Saints Row Zensur. Etwas passiert. Schwarzer Balken. Alter, jetzt hier ist sein Schuh jetzt. Ich kann über ihn rüberklettern hier. Das ist jetzt aber nicht ab 12. Das kann man nicht machen. Ich kann über seine Leiche klettern hier. Ja, und ich verschwinde. Ja, das ist cool. Also spielst du auch wieder die Spinne, also alles cool. Ja, ne? Was ist denn hier jetzt los? Artenkampf. Gleichgesinnte. Oh, sogar eine fucking... Eine Ratte. Das muss die größte Fickerratte sein, die es gibt, weil die hier gerade alles verscheucht hat. Sind Ratten nicht natürliche Fressfeinde von Spinnen? Weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon. Ich weiß, dass Ratten keinen großen Fick drauf geben, was ihre Fressfeinde sind. Nee, ich meine, dass ich kann für deinen Stream... Kannst du damit halt, dass Ratten Spinnen fressen? Kann ich was? Kannst du das Spiel nicht... Ja. Was? Ja. Kannst du das Spiel nicht auch noch über Discord übertragen oder macht es denn nicht mehr?
Ja, den hätte ich tot. Also mit meinem neuen Prozessor würde ich sagen, das zumindest würde klappen. Ah, jetzt kommen die Spinnen raus, die kleinen Arten. Jetzt auf einmal habt ihr Eier, ne? Mach euch alle platt. Matsch! Ich weiß nicht wieso, aber das sollte schon Beweis genug sein, dass du die Alpha-Spinne bist. Ich bin die Alpha-Spinne, Mann. Ah, sowas von. Guck dir die Beta-Spinnen hier an. Ja, Spinnen sind ja eigentlich keine gute Tiere. Ja, stimmt. Stimmt, es ist voll unlogisch, dass sie mich im Rudel angreifen. Es sind keine Rudeltiere. Du hast recht. Wobei, bei manchen, Ist das da ein großer Fernseher? Oh. Ja. Das, du bist ja gerade davor. Oh, das ist ein Fernseher. Ich bin gerade auf den Fernseher gekrabbelt. Ja. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Guck mal. Immer wieder dieser Moment. Muss deine Umgebung auch... Irgendwie sieht das cool aus. Dort hinten, der Horizont. Die Skybox. Ja, die Farbe hier. Oh Gott, das Spiel hat Farbe. Das darfst du Tim gar nicht erzählen. Nee. Die Farbe hier finde ich auch gerade sehr schön. Du hast zwei Wege, durch den Fernseher oder rechts? Ich gehe erst den Weg, der nicht als Hauptziel angezeigt wird, damit ich noch die zusätzlichen Sachen einsammeln kann. So. Aha, da ist sogar noch mehr. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe mich wieder daran erinnert, dass es ja diese Möglichkeit gibt, sich den Weg einblenden zu lassen, deswegen. Oh Gott, was seid ihr? Seid ihr die Babys? Oh, die haben mich vergiftet. Ey! Ey! Warum bin ich an der Wand? Ich will nicht an der Wand sein. Das ist keine schwarze Hütte, dachte ich gerade. Hat aber einige Ähnlichkeiten, nur müsste die mehr schwarz sein. Da fliegt einfach ein Spinnennetz in der Luft. Ja. Kann man mal machen. Schwarze Witwen sind ja bekannt als die giftigsten Spinnen, oder nicht? Ja. Yeah. Das übrigens, ne, Jesse und Insekten. Ich habe hier mal Fliegen in meinem Zimmer. Ich habe so einen Anti-Fliegen-Streifen an meinem Fenster geklebt. Nicht an meinem Fenster, an meinem Spiegel. Da fliegen Fliegen gegen und dann sind sie dann sterben. Und echt, zwei Wochen hing das da, niemand ist dagegen geflogen. Plötzlich sitze ich auf meinem Stuhl und höre so ein Summ, so ein ständiges Summ. Ich so, was ist das? Was? Fliegen dann, geflogen. Nice. Fliegen, da hängt schon so fünf Fliegen und eine neue ist drin. Ich so, fuck yeah. Stirb, du Scheißfliege. Fliegenstreifen. Stronghold, die Ratte. Wow, das habe ich echt spät gelesen. Das ist wirklich clever. Eine Nachricht der Ratte. Du gehst falsch, Mann. Ich gehe richtig. Du hast gerade eine Larve übersehen. Da ist keine Larve mehr. Scheiße, da ist noch eine Larve, du hast recht. Ups. Safe progress. Alright. Ich hab mal wieder Bock auf den Bosskampf hier. Da kommen gleich locker noch 6 Komodo-Barane auf einem Platz. Habt ihr eine Ahnung, wie ich mit der Maus die Taskleiste wegmachen kann? Mit der Maus die Taskleiste wegmachen? Ja, im Browser oben. Nö. Taskmanager. Ach, gar nicht. Meinst du, die Taskleiste hat einen eigenen Task? Ja, man kann es doch mit FL verkleinern. Dann hat man einfach Vollbild. Los, hier können wir auch aufzustehen. Du weißt, wie weit mein Schreibtisch von meiner Couch entfernt ist. Steht gerade nicht im Kopf. Was machst du für Sachen? Ich töte Käfer. Das hat man als kleines Kind doch schon immer gemacht, nicht wahr? Käfer getötet? Ja. Manchmal.
Na gut, manchmal habe ich auch gerne Schnecken gesammelt und sie als Haustiere bewahrt, aber... Ich kann mich erinnern, wir haben mal so ein Schneckenrennen gemacht. Meine Schnecke war nicht so schnell. Ich kann mich erinnern, dass ich in meinem Kindergarten gerne mit meinen Freunden diese Feuerkäfer gesammelt habe oder so. Also halt diese ganz roten, ich habe keine Ahnung, ob die wirklich heißen. Feuerkrabben sind kleine, gemeine Plagegeister, die Feuer spucken. Ja, das haben wir auch immer gesagt. Ich glaube, Jesse ist gerade nicht da, der wäre jetzt schon voll abgegangen. Ja, ich hab's gehört, hi. Nee, weißt du, der Spruch ist nicht cool, aber Madagaskar, das Videospiel. Das ist so ein gutes Spiel. Harry Potter 2 ist besser, aber trotzdem. Als Madagaskar, das Videospiel. Stimmt, Harry Potter 2 hast du damals gespielt, als wir es gestreamt haben. Eins hab ich gespielt, zwei hast du gespielt und drei haben uns abgewechselt. Drei haben wir zusammen gespielt. Mhm. Ich hab dich nachher die Prüfungen machen lassen, ne? Ja, stimmt, du musstest die Labi Force Draconic Force Prüfung machen. Und musstest durch diesen scheiß Parcours durch. Und dann, ich musste. Ja. Die Prüfung ist halt echt nicht so cool. Nee. Das stimmt. Hatte sie besser in Erinnerung. Hier ist ein Mistkäfer. Norm. Nee, ich glaube, es war eine Kellerassel. I'm not sure. Alter, der schafft die Leiche weg. Junge. Alter, dieses Spiel ist so düster, ey. Hat er gerade gesagt, Harry Potter sind so scheiße? Die Spiele wahrscheinlich. Alter, den sollten wir bannen. Es kommt auf an, welches Spiel er meint. Wenn er so 4 meint und 7 und 7-2. Ist 4 wirklich so schlecht? 4 ist richtig kacke. Vier, oh Gott, ich war als Kind so enttäuscht. Es hatte eine gute Atmosphäre. Ja, das hat es wirklich. Ich meine, es war ja das erste Mal so nah am Film wie sonst irgendwas. Wie sonst nichts. Die Sache bei 4 habe ich immer nur gespielt bis zu dem Level mit dem Drachen. Und das habe ich nie geschafft. Okay. Ja, ich habe mich auch nie musst. Aber ich fand zum Beispiel, wenn man auf dem Dach ist und dort Aquana oder so, Ebublio, glaube ich, hieß das, gelernt hat, dann waren da immer so Goblins, wie heißen die? Gargoyles, und die haben immer geflüstert und gesungen. Und das war cool. Was sonst war das? Es war halt kein Harry Potter 1 bis 3 mehr auf dem PC. Meine PS1 hatte ich vergessen. Harry Potter auf der Gamecube war okay. Aber die PS1-Spiele waren halt schon ganz. PC-Spiele waren halt echt schon das Beste. Ja, ich mochte die PC-Version von Harry Potter 1. Ja, Harry Potter 1 ist gut. Mhm. Ich hab so gut wie. Boah, Burkhard, ich hasse Burkhard gerade so sehr. Ne? Egal. Jesse, ich habe alle Teile gespielt, bis auf die zwei siebten Teile. Ich hab 7. Oh, ich hab 7-1, glaube ich, zweimal oder dreimal durch. Einmal auf der Wii. Und zweimal, glaube ich, auf der Wii. Die Wii-Version von dem Spiel ist die beste Version. Kann sein. Aber ich hab. Aber die PS3, also die Wii-Version, ja, und dann die PS3. Ich war erstaunt damals, dass das Spiel eigentlich ganz gut aussah. Es war jetzt nicht so hässlich. Lernt schon Bücher akzeptabel. Umsetzung alles Mist. Ey, Burkhard, ey, ganz ehrlich. Sterb. Ich akzeptiere diese Meinung nicht. Spinne. Er mag auch kein Star Wars, ey. Ja. Er nennt Spieler tollen Eier auf Platin. Maximale Angriffskraft erhöht, sehr schön. Ja, das mag er. Tron Eye ist aber auch ein Klassiker. Ja. Moderner Klassiker. Ja. Moderne Klassiker. Irgendwann, wenn die Zivilisation untergeht, graben sie so ein Spiel aus und alle Spiele ab dann werden auf Turn Eye aufgebaut. So. Das ist so deren Blaupause für ein gutes Spiel. Also ich bin unabsichtlich dahin gegangen, wo ich hin sollte. Das ist nicht gut. Ich war nämlich da unten noch nicht fertig mit erkunden. Ich habe gar keinen Sinn für Perspektive gerade.
Bist du gerade auf am... Ich bin jetzt wieder am Boden, keine Sorge. Ich wollte hier nochmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nee, warte, hier war ich schon. Da ist doch noch was. Was ist das? Was ist das? Skorpione! Sterbt ihr! Ihr wollt mein Volk auslöschen, ich lösche euch zuerst aus. Guckt ihr an, wie schwach Skorpione sind, ey. Keine Gegenwehr, gar nichts, weil die keine Reichweite haben. Gegen eine Spinne können die nichts ausrichten. Ach, Spinnen waren ja auch so oder so weiter hoch in der Nahrungskette als Skorpion. Das ist natürlich bewiesen. Oh, jetzt hat er sich ein Gewehr. Hätte ich mehr Panik, wäre eine Tarantel in meinem Zimmer oder ein Skorpion? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Tarantel sind schlimmer. Bei Spinnen bin ich mir mal nicht sicher. Gerade bei so großen Spinnen wäre ich mir mal nicht sicher, weil die können ja springen, einige von denen. Beim Skorpion ja, weiß ich immerhin, dass er mir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich nicht gleich mitten ins Gesicht springt. Und denkst du so, ich habe Deadly Creatures gespielt. Ich weiß, dass du Trash bist. Deadly Creatures ist in Wahrheit einfach nur eine Tierdokumentation. Wobei, ich glaube, den Witz wurde ja schon mal gemacht, oder? Eine sehr akkurate Tierdokumentation, aber. Ja, natürlich. Spinnen bitch-slappen ihre Gegner und machen einen Propeller-Kick. Ja. Hey, wie sollen die das denn sonst machen? Was soll ich denn hier? Wow, hier liegen einfach Müllsäcke. Was, Burkhard mochte den Assassin's Creed-Film? Oh boy. Verdammt, das ist noch eine Larve, die ich verpasst hab. Mist. Goodbye. Was machst du da? Oh nee, jetzt really? Really? Du kannst in dem Spiel keine Wheelies machen. Oh. Aber ja, jetzt weiß ich, warum die Leute in Far Cry so Angst vor Komodo Varan haben. Das sind schon ganz schöne Biester. Lästige Plagegeister. Alter, die können mit ihrem Sturmangriff ihre eigenen Leute treffen. Hat er zumindest gerade gemacht. Darf ich mal kurz anmerken? Zwei großartige Spiele, die im ähnlichen Zeitraum rauskamen und von dem es fast ein Jahrzehnt keine Fortsetzung mehr gab. Driver San Francisco und Skate 3 sind beides fantastische Spiele, die sich sogar teilweise den Soundtrack teilen. Was für eine glorreiche Zeit war das? Du bist einfach von einem Spiel gekommen, was du geliebt hast, dachtest dir so, okay, ein neues Spiel. Oh, diesen Song kenne ich aus dem Spiel, was ich schon zuvor so geliebt habe. Nice. Ey, ich will wieder in diese Zeit zurück. Ich meine, ich habe Skate 3 und Driver hier liegen, aber es hat nicht das Gleiche. Ich will in die Zeit zurück. Ey, 2010 war so ein magisches 2011 und so, keine Ahnung. Da kam Batman Arkham City raus. Driver San Francisco, Skate 3, alles habe ich 2011 gespielt. Ja, waren fantastische Spiele. Fantastische Spiele und wo sie zu finden sind. Ich habe sogar in der Zeit Heavy Rain gespielt, als es erschien. Ich war viel zu jung dafür, aber... Ich muss sagen, ich fand Heavy Rain nicht scheiße. Das Ende ist scheiße. Das Ende ist scheiße, ja. Aber an sich, also, ich hab's zusammen mit einem Kumpel durchgespielt, der sich übelst drauf gefreut hat und wir hatten Spaß. Also. Skate kommt erst, wenn Tony Hawk tot ist. Wegen den Tony Hawk Pro Skater Geschichten. Ich meine. Was ist Skate eigentlich mit Session? Ey, Session das ist schon so alt. Das hat niemand mehr erwähnt, seit es mal angekündigt wurde. Ja, das hat davor schon keiner erwähnt. Es gab so zwei Leute, die irgendwie diese Early-Exo-Scheiße gespielt haben.
Dann hat, dann hat niemand mehr drüber geredet. Dann kam dieser scheiß Trailer. Und jetzt redet auch keiner mehr darüber. Aber es, also Session ist wirklich einfach komplett in der Versenkung verschwunden. Ja, zu Recht. Ich will nicht irgendwelche Skate geistige Nachfolger zu Skate haben. Ich will Skate 4. Fuck. Gib mir diesen Scheiß. Session. Aber Session war doch auch gar nicht so ausgelegt wie Skate. Ja, das musstest du mit zwei Analog-Sticks spielen. Da musst du irgendwann noch, weil es doch nicht erschienen, aber in der... Wann kommt denn das raus? Keine Ahnung. Albert sagt ja immer, dass Skate sich richtig unpräzise spielt, weil du es mit einem Analogstick spielen musst. Ich glaube, er hat das noch nie richtig gespielt. Weil fuck, ich war als Kind so gut in diesem Spiel. Alles, was ich machen wollte, konnte ich ausführen. Also, ich habe es auch relativ nach Tony Hawk gespielt, weil ich habe Tony Hawk Underground gesuchtet, dann American Wasteland. Und ich so, ja, okay, war ganz schön geil. Und dann habe ich auf der PlayStation halt dann Skate gespielt, das ist viel, viel geiler. Und ich hab's, glaube ich, echt fast ein Jahr nur gespielt, weil ich es so geliebt habe. Die Wii U ist gerade abgestürzt. Als ob. Nee, really. Wow. Well, that's rich. Zwei Komodo-Warane kann die Wii U halt nicht handeln. Das sind Badagarn, keine Komodo-Warane. Zwei Badagarne. Garne? Garne? Kann die Wii U Badagame. Nicht handeln. Badagame. Kann sie auch einfach bärtige Drachen nennen. Weißt du was? Mir sind die Microtransactions in Skate 4 dann so scheißegal. Ich will einfach Skate spielen. Tut mir leid. Und jeder Skater? Du spielst deinen fucking eigenen Skater. Who cares? Ich will die anderen Skater nicht spielen. Also, okay. Du konntest auch in Skate 3 mit dem Sheet Isaac spielen. Oder diesen Bone-Typen. But who cares? Ey, nö, juckt mich nicht. Auch wenn du ein Skateboard, einen neuen Skin für ein Skateboard 1 Euro kostet, der in einer fucking Lootbox drin ist. Ja, dann ist mir doch, dann kaufen wir es halt. Den habe ich halt mit meinem Standard-Scheiß-Skin, den jeder hat. Ist mir egal, ich will skaten. Ich will dieses Spiel spielen. Ich will Skate 4. Oder haut einfach eine Skate-Collection raus. So, wir gucken mal, wenn ich, Sound ist weiter da, passt. Sehr gut, danke, Bookert. Ja, das wäre jetzt wieder so ein Ding geworden. Wir gucken jetzt einfach mal, ob, wenn ich das Level wiederholen muss, weiß ich nicht, ob ich jetzt heute noch weiter spiele, weil es schon spät ist. Gucken wir mal. Hey, wie spät ist es? 10:30 gleich, glaube ich. Ja. Gucken wir einfach mal, was das Spiel sagt. Nee, das sieht sehr danach aus, als könnte ich an meinem Checkpoint weiterspielen. Nein. Dann habe ich vorhin Quatsch erzählt. Das heißt, jedes Mal, wenn man speichert, wird das wohl übernommen. Gut, dann können wir die Mission ja noch beenden. Mann, ich dachte, es stürzt nur bei Far Cry Vengeance ab, aber jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Wie viele Kapitel hat das Spiel jetzt? 12? 8? Ich meine 12, google mal. Okay. Ach, hier die Kapitel muss ich googeln. Es gibt 9, glaube ich. 9? Ja. Dann wäre es ja echt fast durch. Ich kann es dir sagen. Ich muss einfach nur sehen. Aber ich habe halt bei How Long to Beat mal geguckt. Da war es irgendwie bei 12 Stunden, also richtig lang. Nee, es gibt nur 9. Warte. Sehe ich da die Hose? Nee, ich sehe die Schlange. Nicht wieder runterfallen hier von dem Scheiß. Nee, es gibt 10 Chapters. Aha. Dann ist ja für den nächsten Stream noch was dabei. Dann kann man danach direkt in das nächste Wii-Spiel einsteigen. Zieh's doch durch. Das
Ende ist so cool. Du musst es sehen. Ich glaube, Chapter 9 ist auch nicht so lang. Weil ja, ich habe gerade. Heute muss ich das nicht mehr, du. Schlaf ist überbewertet. Ich mag Schlaf. Ich auch, aber du kannst auch morgen schlafen. Weil wenn du nicht geschlafen hast, ist der Schlaf so viel geiler. Mag sein. First Blood. Got him. I'm the best. Ja, leider. Ich wollte auch gerade sagen, Booker ist auf meiner Seite. Booker ist nicht auf deiner Seite. Doch, hat er gerade geschrieben. Der kann sich die Streamaufzeichnung ansehen. Du auch. Nein. Ich muss dabei sein. Was passiert jetzt? Oh, noch mehr Spinnen. Können mal wieder was Interessanteres kommen, als immer nur Spinnen und Badagame. Wär's mal mit einer Fledermaus oder sowas. Nur von also Arachnophobie und spielt dieses Spiel. Nee, Arachnophobie habe ich nicht. Keine Sorge. Nee, ich weiß, aber das war jemand hat das und dann wird er davor gesetzt. Oder hat deine Videos zum Einschlafen geschaut. Er bedankt sich. Ja, das machen viele Leute. Ich guck mir auch abends, mal, bevor ich ins Bett gehe, noch irgendwie ein YouTube-Video von einem Typen an, den ich mag. Ja, ich habe aber auch mit deiner Benutzung irgendwie mein Aufräumen zu überbrücken. Kann man auch machen. Ja. Manchmal höre ich mir auch beim Aufräumen oder beim Staubwischen oder so YouTube-Videos nebenbei an. Ich bin bisher nur bei einer eingeschlafen, und zwar zu Homefront The Revolution. Ich habe schon oft gesagt, lag nicht an dir, weil das Spiel war so scheiße langweilig aussah. Ja, egal, was ja du auch scheiße hast, langweilig. Wo bist du? Am Ende der Welt. Analysiere mal die Gegend. Ich versuche hier Jack Sparrow zu finden. Ich habe heute nochmal Flugzeug, glaube ich, 5 gesehen. Das ist so ein Scheißfilm. Ich liebe den Film. Ey. Ja, macht mir echt super viel Spaß. Flugzeug 5, ja. Oh Gott, er gibt auch seinen fucking Kompass weg. Das wird er niemals machen. Er hat nicht mal einen Sinn. Eigentlich hat er mal einen Plan, aber da ist einfach nur da. Ich meine, jede Rolle. Nee, Jack Sparrow ist scheiße in dem Film, aber alles andere in dem Film ist gut. Nee, Effie übernimmt einfach die Rolle von Jack Sparrow, von Gibbs und von Barbossa. Die ist einfach alle drei in einem. Man denkt sich so, ja, warum braucht man die anderen Charaktere noch, wenn sie da ist? Und das Ende, auch dieser scheiß Stab. Ich meine, Barbossas Crew hat es geschafft, alle Münzen, die sie ausgegeben haben oder sonst wo verloren haben, wiederzufinden. Alle. Die haben es nicht geschafft, diesen Dreizack zu finden. Und er hatte schon so gesehen die Mittel dafür. Ich meine, what? Vielleicht wusste er von dem Dreizack nichts. Hä, doch? Vielleicht dachte er, dass er nicht existiert. Hä, aber er hat sich doch dieses scheiß Ding in den Arm tätowieren lassen. Er war sich dessen bewusst. Der Legende, ja. Alles dort, was eine Legende ist, ist irgendwie wahr. Ja, aber er ist ja schon im ersten Film. Ne? Also er hat das ja gar nicht mehr mitgekriegt, als sie rausgestellt hat, dass irgendwie alles doch stimmt. Ja, aber da, er hat ja diesen Fluch. Und wenn ich jetzt er wäre, und er weiß ja von diesem Scheißding. Also, okay, es war vielleicht eine Legende, aber jetzt ist er selbst verflucht, okay, es gibt anscheinend die Legenden. Und er kennt auch Tier Dalma und wurde wiederbelebt in diesem Scheiß. Egal. Vielleicht hat er gedacht, dass es schwieriger ist, den Dreizack zu finden, als die Münzen. Keine Ahnung. Aber er ist ein Pirat, Alter. Hast du gesehen, wie viele Münzen das sind? Er. Er hätte die Münzen behalten können. Nee, was ist das? Er hätte die Münzen behalten können und sich heilen.
Jack Sparrow müsste nicht von Davy Jones fliehen, hätte er diesen Dreizack gesucht. Das stimmt. Ey, ja. Dieser Dreizack macht einfach alles kaputt. Und wie überlebt und wie hat Willis gestorben? Wie überlebt er, wenn der Fluch gebrochen ist? Stopft er sich das Herz zurück? Wächst ein neues? Wahrscheinlich. Die Frage ist, wie ist denn Davy Jones zurückgekehrt, dadurch, dass der Fluch gebrochen wurde? Vielleicht ist das, genau, vielleicht ist das so, dass alles, was Flüche anrichten, rückgängig gemacht wird, wenn sie aufgehoben werden. Das heißt, rein theoretisch könnte auch Barbossa wieder zurückkommen im nächsten Film, weil sein Tod quasi dadurch aufgehoben wird, dass der Fluch, den es mal gab, von dem er ja betroffen war, nicht mehr existiert. Aber dann ist er aber auch kein Tintenfischmann. Nee, das wollte ich gerade sagen. Davy Jones wäre dann kein Tintenfischmann mehr, das stimmt. Aber er war ja einer. Das weiß man noch nicht. Hä? Es könnte ja einfach sein, dass er sich noch die letzten paar Muscheln von der Kleidung oder so. Man hat seinen fucking Arm gesehen, es lagen Fischreste, so. Keine Fischreste, es lag auf dem Boden. Stimmt, das ist natürlich ein Argument. Fischreste. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, was sie mit dem nächsten Film machen. Oh, ich hoffe, es gibt keinen nächsten Film. Nee, wahrscheinlich gibt es auch keinen, weil sie werden mit Johnny Depp nichts mehr machen. Wollte ich gerade sagen. Nein, ich habe mal ausgerechnet. 2024 kommt der letzte Fantastic Beasts Film raus. Ich glaube, er überlebt bis dahin nicht mal. Johnny Depp stirbt in den 20er Jahren. Der lebt nicht mehr. Meinst du? Ja, ey, das nächste Jahrzehnt überlebt er nicht. Meinst du, dass du das nächste Jahrzehnt überlebst? Dann habe ich schon, also letztens, als wir betrunken waren, habe ich gesagt, ich werde nächstes Jahrzehnt locker sterben. Du bist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das immer noch. Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch teile, aber wahrscheinlich könnte es passieren. Ja, ich weiß nicht, ich lasse mich bei Salazars Rache immer ein bisschen davon blenden, dass ich einfach den Charakter von Javier Bardem so gut finde. Ja, der ist halt ganz lustig und auch süß irgendwie. Ja, der halt richtig gut. Er ist irgendwie nicht böse. Findest du nicht? Hallo, die Szene, wo er mit seinem Schwert auf den Boden haut und jedes Mal stirbt einer von Barbossas Leuten, ist schon. Schon, er mag halt keine Piraten, aber ist das etwa so verwerflich? Nee, aber es geht ja nicht darum, dass er böse ist. Es geht ja darum, dass er ein fucking Geist ist, der genau hinter den Protagonisten dieser Geschichte her ist. Und halt quasi damit auch so ziemlich unbesiegbar. Und man muss vor ihm wegrennen und so. Und deswegen finde ich es so schade, weil so eine ähnliche Situation hatten wir ja schon mal, wo mit Davy Jones, dass du den halt auch nicht töten kannst, weil er ja kein Herz... Sein Herz. Es ist einfach genau die gleiche Situation wie im ersten Teil. Bloß, dass die auf dem Wasser rennen, nicht unter Wasser. Es ist ähnlich wie im ersten Teil, ja. Aber ich finde ein bisschen hoffnungsloser als noch im ersten Teil. Noch so ein bisschen. So auch so sein Schiff ist auch viel cooler als die Black Pearl. Nee, finde ich nicht. Rauskommt aus dem Wasser und die unter sich begräbt, die anderen Schiffe. Sein Schiff ist einfach dieser Wyvern-Monster-Viech aus Dark Souls 1. Nee, sein Schiff ist halt so dieses Wrack. Sogar sein Schiff ist ein Geist. Das ist ja das Coole. Ich finde das, ich finde es ziemlich, auch ziemlich edgy, als sie da diese Toten, was ist das? Haie, Hammer, Kopfhai. Ach doch, das fand ich ganz süß. Nee, tut mir leid. Und ich kann auch einfach Effie nicht wahrnehmen. Ich sehe sie und denke mir so, ja, das ist sie nicht. Das ist fucking Effie aus Skins. Ich kenne nicht mehr ihren Namen. Wie hieß sie in der Serie? Oh, und als sie zum Schluss den Namen von Barbossa angenommen hat. Ich bin so, Ja, sie ist die neue Barbossa. Strong, independent women. Das braucht die Welt. Und das hat der Film auch, aber das habe ich irgendwie ignoriert. Das, so. Noch kein Mann hat es geschafft. Okay. Ja, Barbossa ist seit dem vierten Teil irgendwie langweilig geworden. Also sein Bein verloren. Ja, das generell, also das, da alles, was nach dem dritten Teil passiert, ist so gesehen Spin-Off. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie diesen coolen Charakter, den Javier Bardem da spielt, nicht unbedingt verheizt hätten für das, was der Film geworden ist. Aber
wenn du die vorigen Teile ignorierst, kann ich mir den wirklich gut anschauen. Aber dann ist es halt auch kein Fluch der Karibik mehr, weil der Jack Sparrow-Aspekt ist diesem Film halt komplett abhanden. Naja, es gibt einmal, wo er einen Plan hat, wo man sich denkt, ja, okay, das ist ja, und zwar in der Flashback-Szene. Ja. Ja. Wo er einfach, das ist halt echt ein cooler Moment, wo dieses Schiff halt so wendet, wie es einfach eigentlich kein anderer schafft. Und ja. Das ist echt ein ganz cooler Moment. Aber das ist, das ist auch das einzige. Mehr Jack Sparrow kriegt man auch in diesem Film nicht, außer diese Szene. Ich bin echt. Auch dass er seinen scheiß Kompass weggibt. Die ersten drei Filme sind so auf diesen Kompass aufgebaut. Jeder will diesen Kompass haben. Aber Jack Sparrow so, nö, das ist mein Kompass. Und dann jetzt im fünften Teil, oh, ich bin betrunken. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil. Nicht nur, dass er betrunken ist, sondern so mit dem Ganzen davor, dass du so merkst, das ist so das Ding. So, ich fand diese I don't give a shit Attitüde von ihm am Anfang eigentlich ganz cool, weil das halt dann so erklärt, so ja, er gibt den Kompass jetzt weg, weil es interessiert ihn einfach nicht mehr. Und irgendwie in den letzten Jahren, du merkst es ja, seine Crew hat ihn verlassen und so. Es ist für ihn ein sehr schwieriger Moment. In einem Moment der Schwäche quasi gibt er diesen Kompass weg und dann ist er halt weg. Das finde ich ganz cool, aber das Problem ist, dass sich das ja nicht ändert. Also diese nichtsnutzige Einstellung von ihm bleibt ja bis zum Ende des Films die gleiche. Und aus dem Grund, der entwickelt sich überhaupt nicht weiter innerhalb des Films. Das Ding ist, man hätte irgendwie erwartet, dass er zum Ende hin wieder wird wie der alte Jack Sparrow, aber wird er halt einfach nie. Hätte nicht. Erstens, er war generell immer betrunken am Set. So, er war, ich glaube... Ja, er ist Alkoholiker, das ist allgemein bekannt. Eben, und das vielleicht, ja, egal. Das auf hatte jeden Fall Einfluss darauf, auf jeden Fall. Sehr, sehr viele, auch sehr, sehr viele Sachen, die in zum Beispiel im dritten und zweiten Teil angesprochen werden, zum Beispiel stehen sie immer vom toten Kraken und dann reflektieren sie mal ganz kurz so ihr Dasein, so dass auch Piraten aussterbende Rasse sind, das sind so die letzten, so Bosser und Sparrow sind so die letzten Großen. Okay, es gibt zwar noch diesen komischen Piratenbund, wie hießen die? Der Draht, genau. Okay, aber trotzdem sind Piraten sind eine Art, Spezies, I don't know. Und das hätte man hier voll gut aufbauen können, weil das sind irgendwie 10 Jahre später nach 3. Piraten gibt's wirklich kaum noch. Die East India Trading Company ist auch weg. So, die hat auch irgendwie keine Rolle mehr. Die Welt hat sich geändert, so komplett geändert, aber darauf bauen die halt auch nicht auf. Ja, der Film geht nicht darauf ein und baut darauf überhaupt nicht auf, ich verstehe das. Also, das ist leider, aber das hat der vierte leider auch schon nicht. Also, da haben sie wenigstens noch Blackbeard gehabt, aber Blackbeard haben sie auch so verheizt. Also, das war ja heftig. Die haben halt keinen Antagonist mehr. Die bauen halt, das ist das Problem, was irgendwie das MCU auch oft hat. Oder eine Zeit lang, ganz lange, die hatten immer irgendeinen Antagonist für einen Film und der ist dann gestorben. Die haben nie was aufgebaut. Sie mit Endcredits irgendwie und auch später in der dritten Phase langsam Thanos eingeführt. Ist aber auch eher so schleichend. Und das hat viele gewirkt jetzt. Damals hatten sie, im ersten Film hatten sie Barbossa. Das Ding ist nur, der wurde dann halt Teil, so gesehen, der Guten. Auch irgendwie nicht, weil die immer im Streit waren, das hat sie ausgemacht. Und dann wurde halt im zweiten Teil Davy Jones eingeführt. Das haben sie bis zum dritten Teil durchgezogen. Ja. Den haben sie halt richtig aufgebaut. Noch gut gemacht, so. War ein guter Bösewicht. Ja, Davy Jones wirklich sehr cool. Ja. Manche sagen ja schon, Teil 2 und Teil 3 war kacke. Das akzeptiere ich nicht. Das sind nicht wirklich diese Filme. Ja, absolut schon albern. Das ist nicht mal Jack Sparrow, doch ist es. Der zweite Teil fängt an und Gib sagt so, ja, wenn Captain Jack Sparrow irgendwie Angst hat oder verunruhigt ist, verunsichert ist, dann hat das was zu bedeuten. Ja, ja. Oder auch wenn sie dann aus diesem Limbo da aus dem Ende der Welt entkommen, indem sie das Schiff umdrehen. Das alles das kommt von Captain Jack Sparrow, weil er einfach irgendwie immer einen Plan hat, immer eine Idee. Und das fehlt halt komplett. Ich liebe das. Ich liebe den alten Jack Sparrow. Ja, 2 und 3 waren super. Ja, das ist schade, dass man sowas. Also die an die Trilogie generell, der dritte Teil, da können wir uns einigen, der war der schwächste. Nein. Doch.
Nein, ich fand den dritten Teil richtig gut. Nee, ich fand den dritten so mit diesem komischen Asiaten, der auch eingefügt wurde und dann stirbt der. Und fand ich super. Ich fand den dritten ein bisschen schlecht gepaced. Der dritte Teil, das ich finde den dritten Teil natürlich besser als den zweiten Teil. Der zweite Teil ist grandios, aber der dritte Teil ist noch besser. Nee, vor allem der zweite Teil hat diese geilen Szenen mit auf der Kannibaleninsel und mit dem Rat auf der anderen Insel. Und mit Morten, der zurückkehrt. Sind großartig, aber ich weiß, ich finde. Und hat dann diesen geilen Cliffhanger mit Barbossa. Ja. Also der zweite Teil ist meiner Meinung nach stärker als der erste. Als der dritte. Aber ich finde halt schon den dritten besser. Ich mag auch den Ton vom dritten richtig gern. Wie es in Singapur anfängt. Und der beste Spruch der Zeiten. So, ist mir egal. Ist mir egal, ich kenne diesen Mann nicht. Das ist so fantastisch. Waffen runter, oder ich töte diesen Mann. Ja. Mir egal, ich kenne diesen Mann nicht. Oh, hier ist eine Hula-Hoop-Wackelkopf in dem Auto. Ich kann den zum Wackeln bringen. Das ist einfach das Auto von Chloe. Ja, na toll. Wahrscheinlich liegt hier irgendwo noch ihre Leiche, nachdem sie erschossen wurde von ihrem Mitschüler. Ja. Nachdem sie erschossen wurde von ihr selbst. Ich meine, Amerika hat, Life is Strange hat eine richtig gute Darstellung des Schullebens in Amerika. Irgendjemand wird erschossen. Nee, ich finde den dritten Teil am besten. Dann, glaube ich, kommt der erste Teil, dann kommt der zweite Teil. Ich will damit nicht sagen, dass der zweite Teil schlecht ist, weil der ist auch richtig fantastisch. Alle sind fantastisch, bloß ist der zweite Teil am wenigsten fantastisch. Ist das verständlich? Ja, denn der schlechteste sehen. Teil ist der fünfte Teil und der zweitschlechteste ist der vierte Teil. Der vierte Teil ist irgendwie, I don't know. Ich mag den vierten überhaupt nicht, ich finde den fünften besser. Aber da ist halt irgendwie Jack Sparrow noch ein bisschen Jack Sparrow und wenn der fünfte das hat, außer Jack Sparrow ein Priester, der eine Meerjungfrau ficken will. Ja, was soll der Scheiß? Vor allen Dingen, ich verwechsel immer den Priester mit Wills Sohn. Die sehen so gleich aus. Vielleicht die sind doch beide gleich langweilig. Ist. Wieso ist er denn jetzt wieder da? Der ist doch mit der Meerjungfrau im Meer untergegangen. Und dann so, oh fuck, das ist ein ganz anderer Charakter. Hab ich überhaupt nicht gerafft am Anfang. Das Ende von 5 ist halt cool, doch nur, weil es mich also, es ist nicht cool. Weil der Flug gebrochen worden ist, das ergibt für mich keinen Sinn. Aber mir kam schon der Trainer, als dann Elizabeth da über den Hügel kam und dann die Musik lief, die auch im dritten Teil lief, als sie sich verabschiedet haben in der Endkredit-Szene und so. Ja, natürlich. Die ziehen natürlich darauf ab. Ja, natürlich. Und das funktioniert halt. Aber das ist nicht gut. Ich habe so geheult damals im dritten Teil. Als sie das. Ich glaube, Tim fand es kacke oder irgendjemand fand es kacke, dass Will nicht gestorben ist. Ich finde es viel, viel tragischer, dass er zu dem wurde, was er am meisten verabscheut hat. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Ja, er ist genau das geworden, wovon er seinen Vater befreien wollte. Und das finde ich so krass. Das finde ich als Kind schon verdammt traurig. Weil es ist einfach kein Happy Ende. Happy End. Das ist nichts. Das ist fucking traurig. Das will man nicht. Und trotzdem passiert es. Was ist eigentlich mit meiner Sekiro-Karriere? Ja, die wird wahrscheinlich nicht mehr zustande kommen. Willst du es irgendwann mal spielen? Ich hab's ja ausprobiert. Es hat mir nicht gefallen. Es ist sehr, Ich mag einfach keine Spiele, wo die mir den Fortschritt wegnehmen, den ich mir durch Besiegen von Gegnern oder so erarbeitet habe. Ich mag das einfach nicht. Weil dann muss ich wieder losziehen und wieder grinden und das ist einfach blöd. Weißt du, bei Dark Souls, da habe ich wenigstens noch die Chance, meine Fehler wieder gut zu machen und halt einfach nicht zu sterben, während ich mir meinen Scheiß zurückhole. Und ganz ehrlich, Dark Souls bin ich mittlerweile so eingespielt in diese Reihe. Ich habe die Spiele alle so oft durch. Dark Souls spiele ich mal so nebenbei zur Entspannung. Das ist nicht mehr schwer für mich. Ich kenne die auswendig. Also von daher kein Problem. Nada problemas. Aber Sekiro ist so... Und ich, also können wir nicht mal positiv fies. Es demotiviert mich total, dieses Spiel. Nächstes Jahr wird dir wahrscheinlich die PS5 angekündigt. Eventuell schon Ende dieses Jahres, weiß man nicht. Ich glaube nächstes Jahr. Auf jeden Fall, was glaubt ihr, wenn die PS5 angekündigt wird, was kommt von Bluepoint? Ico oder Demon's Souls? Ich habe keine Ahnung. Das Dumme ist, ich habe Bock auf beides. Ich will beides haben.
Also ein Remaster des Demon's Souls, das wäre schon nice. Ja, das hätte ich auch gern. Vor allem das Spiel braucht mal dringend ein Remaster. Ja, braucht es. Ja, Demon's Souls habe ich echt verdammt viel gespielt. Ich hab Dark Souls 2 gespielt. Und vor allem Bloodborne. Ja, Sekiro ist bei mir tatsächlich schlimmer als Bloodborne, Burkhard. Einfach weil Bloodborne ist ja ein bisschen mehr Souls-like. Das konnte ich auch locker durchspielen. Also ich hatte jetzt nicht so große Probleme mit Bloodborne. Bis halt auf Bloodborne den weißen Knaben von Kost, den ich nie gespielt habe. Ich mochte Bloodborne ziemlich stark. Ich hab's gerne mehrmals durchgespielt und ganz großartig. Ich bin nicht so ein Fan von Bloodborne, sag ich ganz ehrlich. Das ist nicht mein Spiel. Weil beide Sony-exklusiven Souls-Ableger sind krass Lovecraft. Ist so. Auch Demon's Souls. Mit dem großen Alten und so. Das ist schon... Meinst du Dragon God? Oder welchen großen Alten meinst du? Nee, der hieß auch großer Alter in Demon's Souls. Weiß ich nicht. Dieses Wurmviech doch. Du meinst die Ancient One. Oder die Ancient One. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe Demon's Souls nie beendet. Ich kann Flame Lurker nicht besiegen, ich schaffe es nicht. Ja, ich habe das Spiel damals auf einer Sprache durchgespielt, die ich nicht verstanden habe, also keine Ahnung. Ich habe die Namen erst danach erfahren. Wie kannst du das so sagen, meine große Liebe? Ja, es tut mir leid, manche Spiele mögen einige Leute, andere wiederum nicht. Ich kann Sekiro echt nicht... Ich und Sekiro, wir sind nicht auf einem Level. Naja, es gibt Leute, die Spiele... Unsere Prinzipien an Spieldesign sind anders, sage ich mal. Also unsere, naja, Prinzipien nicht unbedingt Erwartungen, sag ich mal. Das ist vielleicht besser. Prinzipien klingt immer so elitär, so. Wenn ein Spiel das nicht hat, dann ist es ja kein Spiel für mich. Wie ist Nioh 2? Ja, ich habe Nioh nur einmal in dieser Demo ausprobiert, hatte nicht wirklich viel davon und habe seitdem auch nicht wieder gespielt. Und Nioh 2 ist mir deshalb aktuell ziemlich egal. So, was macht der Typ da? Warum pfeift er so rum so fröhlich? Schleift er immer noch den anderen Typen mit sich rum? Hallo, kleiner Schatz. Alter, der hat mich gerade aufgehoben. Mensch, das ist doch ein guter Cliffhanger für den nächsten Stream. Nein! Können wir nur gucken, wo... Können wir nur die nächste... Das nächste Areal anschauen, wie es ausschaut, und dann hörst du auf? Ja. Weil ich bin interessiert. Das ist Skorpion-Level, ist eh scheiße. Wow, die Ladezeit ist echt lang. Es geht gut los. Ah, er hat die Echse gekillt. Da ist ein Griff. Ich hab ihn. Oh Gott, da unten ist eine tote Echse. Na, wo sollte sie sonst sein? Komm her, Baby. Das komm ist cool. Hey, lass mich mal sehen. Jetzt lassen Sie mich hier nicht raus, bis ich gehört habe, dass er ihn da umbringt. Oh Gott. Was glaubst du, wie viel hier drin ist? Genug. Oh Gott. Oh! Oh! Nur nicht genug. Bist du da gerade wirklich gefangen? Nee, ich musste nur warten. Alter, jetzt ist brutal. Ich musste nur warten, bis der seinen Typen erschlägt, damit ein Ding runterkommt, auf dem ich rausklettern kann. Du kannst an Wänden laufen. Oh, da ist ein Arm. Ja, wo ist der Rest von ihm? Muss ich ja eigentlich sehen. Da. Muss ich immer meine Kamera bewegen hier. Da, ohne Scheiß, man kann den echt sehen. Da liegt der. Wo ist der Kollege? Sein Kollege, wo ist der? Das ist ja fantastisch. Heftig. Ab 12. Ja. Die Atmosphäre ist so bedrückend, da werden Menschen umgebracht. Aber nicht so videospielmäßig, sondern halt richtig mit der fucking Schaufel. Ab 12. Und du kannst die Leiche besteigen. Es ist alles möglich. Ich spiele bis zum ersten Speicherpunkt noch. Neues Abenteuer ziehen, kunden sie das Brachland und erreichen sie den Bachlauf. Es ist, als ob dieses Spiel noch irgendwie Ziele bräuchte oder so, ey. Ich laufe eh einfach nur geradeaus dem Pfeil hinterher. Ja. Aber die wollen dir nur für irgendwelche Meilensteine, die du erreichst, Punkte geben, damit du neue Fähigkeiten und Buffs für deinen Angriff etc. bekommst.
Darum haben sie da so Fähigkeiten draus gemacht. We are unknown from my city. I put own from my city. Ja, deshalb ist hier... Ich glaube, nachdem man das Spiel durchgespielt hat, schaltet man frei, mit jeder Figur in jedes Level gehen zu können. Deswegen sind da manchmal so Sachen, die man noch nicht erreichen kann. Ja, du kannst die... Das geht nicht. Du kannst die Spinnenlevel nicht mit dem Skorpion bewältigen. Doch. Doch, ich war in diesem Level schon mit einer Spinne und mit dem Skorpion. Gehe ich jetzt hier lang. Schneid mich hier durch die Büsche durch. Es ist wieder die gleiche Stage. Du hast gerade dein Ding vergessen hinter dir. Du hast bloß eine Larve vergessen. Das ist wurscht. Wow. Du bist ja echt. Du lebst an der Grenze. Ja, ich sehe sie jetzt auch, die Larve. Egal, ich kann ja nochmal dahin gehen. Okay, ich nehme sie doch mit. Ja, jetzt, wo ich sie sehe, kann ich sie da nicht liegen lassen. Ja, das Spiel ist so ein bisschen wie bei Devil May Cry 5, wo Ereignisse aus Perspektiven von verschiedenen Charakteren gezeigt werden, damit man die gleichen Level reusen kann. Bei Devil May Cry war das allerdings ein größeres Problem, weil Devil May Cry früher diese Spielwelt hatte, die man frei erkunden konnte. Oh Gott, danke, Spiel. Oh, Ladevorgang. Und das jetzt nicht mehr hat. Was meiner Meinung nach ein Downgrade ist. Ja, ich glaube, wir spielen mal anders weiter. Ich bin jetzt wieder gestorben und habe keine Lust mehr. Ich muss mich mit dem Kampf von diesem Skorpion mal auseinandersetzen. Das ist wirklich die letzte Kacke, dass der nicht ausweichen kann. Naja. Es ist schon spät. Niklas ist müde. Vielleicht mache ich gleich noch spontan mein Bart sauber. Dann muss ich das morgen nicht machen. Du machst dein Bart sauber. Mein Bart, nicht mein Bart. Ach so. Ja, das gibt viel, viel mehr Sinn. Ja, finde ich auch. Wo ist der ganze Krümel raus und... Ja, so lang ist er ein Glück noch nicht. Von daher passt es schon. Okay, Leute, dann... War es das erstmal mit Deadly Creatures? Ich denke, es ist jetzt Kapitel 8. 8, 9, 10, das heißt nur 3 Kapitel. Das schaffen wir im nächsten Stream auf jeden Fall. Vielleicht fangen wir dann auch schon mit dem nächsten und dann dem letzten Wii-Spiel an, das ich noch habe. Und dann keine Was Wii-Spiele mehr. Das verrate Was ich noch das nicht. Letzte? Aber du kennst Verrätst es. Verrätst du mir es gleich? Nein. Auch du ich wirst dich gedulden, wie die anderen auch. Na, das, er wird es mir gleich verraten. Es ist kein sonderlich gutes, aber auch kein sonderlich langes Spiel. Ich glaube, das könnte man gleich in dem Stream hinterher sogar noch schaffen, je nachdem, wie gut ich bin, von daher. Und ich kenne das, habe ich das gespielt? Du hast das nicht gespielt, aber du kennst es auf jeden Fall. Ist es Madagaskar? Nein, natürlich nicht. Madagaskar hast du doch gespielt. Fuck. Oh, es ist Harry Potter für die Nein. Wii. Nein. Jetzt, wo du eine PS3 hast, kannst du Harry Potter 7 auf der PS3 spielen. Könnte ich, ja. Ist scheiße teuer, dann gelockt. Ich kann es aber auch ich kann auch irgendeinen, auf so einer Keystore-Seite einen Origin-Key kaufen und das auf dem PC spielen. Oder also. Ne, also das Hey, warte, okay, warte, kannst du weißt, ich kann nicht warten. Ich muss wissen, was es für ein Spiel ist. Du wirst warten müssen, du. Kannst du mal ein Foto von deinem Regal machen? Ja, aber dann von dem Ganzen. Dann musst du auf die Wii-Spiele ranzoomen und versuchen, die Pixel zu entziffern. Hoffentlich. Hoffentlich hast du das Handy. Nee, gut, wir sind dann für heute raus. Macht euch einen schönen Wochenstart. Lasst euch nicht so sehr stressen, von was auch immer ihr alles vorhabt. Madhouse. Madhouse? Splatter, entweder Splatterhouse oder Mad World. Mad World. Na, Mad World habe ich doch schon durch. Madhouse. Im Stream. Madhouse. Nice. Und okay. Beim nächsten Stream versuchen wir dann mal Deadly Creatures zu beenden. Dann habe ich das auch endlich mal gemacht. Bis dann, gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht, tschüss.